Ja, schönen guten Nachmittag hier in Wolfratshausen. Wir sind hier mit dem Profi-Wrestler Murat Bosporos hier auf der Couch. Und Murat wird uns heute Rede und Antwort stellen bei diesem Interview. Murat, zuerst einmal schönen guten Nachmittag hier. Das Einzige, was ich jetzt vermisse, ist deine Freundin Jessie B. Kommt sie heute noch oder wirst du heute nur alleine das Interview führen? Ich denke, du und die Fans werden mit mir vorlieb nehmen müssen. Jessie ist anderweitig beschäftigt. Okay, du bist ja derzeit in den Medien mehr als präsent. Kannst du uns vielleicht jetzt, die Medien haben alles schon gefragt, was denn dein, wie du zum Wrestling gekommen bist. Gehen wir das nur vielleicht schnell durch. Damals als Fan, wie alt warst du da, wie du zum ersten Mal Wrestling gesehen hast? Ich war 6 Jahre alt, also kleiner Stift, und habe den Kampf Ho gegen Warrior gesehen und ab da war ich halt mit dem Wrestling-Virus infiziert. Und das heißt, du warst damals, das war, musst du so in den 80er Jahren gewesen sein wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. So. Ich bin ja 79 geboren, wenn man hochrechnet, wird es 85, 86 sein. Und du bist dann, ja, wann hast du gesagt, du willst auch Wrestler werden? War das gleich, wie du das gesehen hast? Zuerst war ich natürlich fasziniert und ich fand das halt super und so wie kleine Kinder sind, sagen sie halt irgendwann mal, cool, das will ich auch machen. Und deine Mutter hast du dann gesagt, hallo Mama, ich möchte das gerne selber machen, und sie hat gesagt, du bist doch verrückt. Ich habe meiner Mutter gesagt, hey cool, ich werde das auch Wrestler. Hat sie gesagt, ja natürlich, klar, Feuerwehrmann wirst du auch noch, dann weiß ich nicht, Pilot wirst du, S-Bahn-Fahrer. Und mit 20 habe ich ihr das halt dann nochmal gesagt und dann hat sie es dann langsam angefangen ernst zu nehmen. Aber warum gerade Hulk Hogan und Warrior? Hat es da noch andere gegeben oder waren das einfach die, die einfach im Fernsehen so präsent waren und die dich beeindruckt haben? Oder hat's? Das war einfach dieser Kampf, der gerade im Fernsehen lief. Also es war der erste Kampf, den ich je gesehen habe. Ich glaube, das war kurz nach WrestleMania 6. Und deswegen kam halt viel auf Tele5, kam halt viel so Ausschnitte von diesem Kampf. Und dann haben sie es auch mal ganz gezeigt. Und ich fand es einfach nur großartig, diese zwei Leute im Ring zu sehen. Bei welcher ersten Live-Veranstaltung warst du denn zu Gast? War das auch wie die WWE damals in Europa war oder war das europäisches Wrestling? Nee, es war die WWE, das war in der Olympiahalle und ich weiß nicht mehr genau wann das war, aber ich war 14 oder 15, glaube ich, da habe ich das erste Mal WWE, also Live-Wrestling in der Olympiahalle gesehen, das war die WWE. Ja, und hast du dann sofort versucht, so wie du jetzt so 15, 16 warst, einen Wrestling-Trainer zu konsultieren oder hast du dich irgendwie kampfsportmäßig da auch schon beschäftigt? Ich habe schon mit 6 Jahren habe ich auch schon mit Ringen angefangen. Ist bei mir halt in der Familie Tradition. Mein Opa war der beste Ringer seiner Zeit in der Türkei. Und dann haben wir einfach, dann habe ich mir das angeschaut, habe einfach meinen Ringen weitergemacht. Ich wollte meine Schule erst beenden. Aber im Hinterkopf habe ich immer gehabt, ich will Wrestler werden. Ich habe mich schon versucht zu erkundigen. Damals war das Internet nicht ganz so überall erreichbar. Und deswegen habe ich halt eben, kam das halt eben ein bisschen später, dass ich halt wirklich zielsicher nach dem Wrestling Schulen gesucht habe. Und wie kam das dann zustande? Mit welcher Wrestling-Schule bzw. welchem Trainer kamst du dann zum ersten Mal in Kontakt? Wann war das genau? Das war nach meinem Zivildienst, das war 2001. Ich habe 2001, habe ich irgendwann mal einfach mal so eine E-Mail halt eben an die EWP geschickt, weil es die einzige Schule war, die ich halt im Internet gefunden habe. Ich meine, die einzige Professorin, ich habe noch einige andere Schulen gefunden, aber Tony St. Clair hat mir zumindest irgendwo was zwecks CWA, weil ich hier Power Wrestling auch gelesen habe, zwecks irgendwo noch eine Glocke im Kopf geläutet. Und da habe ich mich dann angemeldet und sobald die ihr erstes Semester, so ein Gruppensemester, Seminar hatten, dann haben sie halt eben mich konsultiert, haben gesagt, hey, wir machen jetzt ein Gruppenseminar, das und das kostet, wenn du möchtest, kannst du kommen. Und so habe ich halt angefangen. Das heißt, relativ spät kann man sagen, wenn wir jetzt denken, 5, 6 Jahre, da hast du dich ja immens entwickelt in dieser Zeit. Bist du dann immer von Wolfratshausen darauf gefahren nach Hannover oder wo fand denn das Training statt damals? Also während meiner Zivildienstzeit habe ich das halt eben, bin ich von Wolfratshausen nach Hannover immer gefahren, am Wochenende während der, von Montag bis Freitag war halt Zivi und Samstag, Sonntag bin ich hochgegangen, habe Prügel bezogen von Tobi und von Ecki. Also das ist das, was man als School of Hard Knocks bezeichnen kann, ja. Was vielleicht andere so-called Wrestler vielleicht auch durchmachen hätten sollen.
Leider machen das ja die wenigsten. Ja. Wer war dann dein eigentlicher? Gab es deinen Haupttrainer oder hatten dich St. Clair und Eckstein gemeinsam trainiert? Im Prinzip haben sie mich gemeinsam trainiert. Eckstein war halt mehr für die In-Ring-Work. Toni hat gesagt, hey, trainiert man heute das? Dann ist Eckstein mit mir in den Ring gegangen und hat das mit mir trainiert. Aber ich muss sagen, dass ich halt eben zu 90% von Toni St. Clair und durch seine Erfahrung profitiert habe als von Eckstein. Mhm. Wobei ich jetzt an ihm seine Credits nicht wegnehmen will. Er hat auch eine hervorragende Arbeit gemacht, mich zu trainieren. Haben sie auch irgendwie auch deine, sag ich mal, einen Charakter versucht dir zu geben? Das heißt, vielleicht auch ein bisschen das Show-Element zu pushen oder wurde das jetzt mal beiseite gelegt? Beim Training selber nicht. Beim Training selber hat es die meisten. Wir wollten nur, dass ich wirklich Basics lerne und halt wirklich mein Handwerk richtig von Grund auf erlerne. Das wollten sie. Später, irgendwann bei meiner ersten Tour, haben sie mal gesagt, ja, hey, wir wissen nicht, irgendwas musst du ja repräsentieren. Und da wollten sie mir zuerst eine Maske aufsetzen, mich als Mexikaner verkaufen. Und da hat Peter William gesagt, das ist der größte Schwachsinn, weil wenn ich schon Türke bin, ja, dann soll ich auch der Türke sein. Und wie kam es dann überhaupt zu deinem Namen? Du heißt ja nicht wirklich Murat Bosporus. Wir wissen es, in Amerika ist es gang und gäbe, Künstlernamen nicht nur im Wrestling sich anzulegen. Wie kam es, wer kam auf die Idee? War es Eckstein selber, der gesagt hat, du heißt jetzt Murat Bosporus? Oder? Nee, das war Peter William. Peter William hat zu mir gesagt, hey, da du jetzt ein Türke bist, brauchst du halt einen Namen. Und ja, Özgür, Bakar, das können halt die meisten nicht wirklich aussprechen. Und es klingt jetzt nicht wirklich nach einem Helden. Er hat mich gefragt, was ist ein Held in der Türkei, was heißt Held auf Türkisch? Und da gibt es einen wirklichen, richtigen Volkshelden, der ist Kara Murat. Und da hat er gesagt, ja, Kara, aber Murat kann man doch nicht. Murat so ganz gut. Was heißt denn der Held vom Bosporus? Und dann habe ich gesagt, naja, Murat Bosporus. Aha. So ist es entstanden. Jetzt wissen wir das. Ja. Tja, also ich nehme mal an, du wirst den Namen, weil er es ja in einigen anderen Ligen und Promotions der Fall ist, dass man den Namen dreimal in 5 Jahren ändert. Also du bist auf jeden Fall mit dem Namen zufrieden und möchtest auch nichts dran ändern im Moment. Ich bin mit dem Namen sehr zufrieden, weil wie viele Türken gibt es in dem Business, die auf Profi-Ebene arbeiten. Und ich bin halt eben auch sehr zufrieden damit, dass es halt was Besonderes ist. Ich meine, ich denke, dass die anderen Wrestler ihre Namen öfter geändert haben, nicht weil sie Lust hatten, sondern weil sie halt eben mit der Zeit gehen mussten. Ich denke aber, dass Murat Bosporus zeitlos ist. Ja. Gut, das wäre vom Training. Das heißt, du hattest dann irgendwann einmal einen Zeitpunkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, meine Lehre als Wrestling-Schüler ist abgeschlossen. Wann war das? Kamen dann Toni und Ecke zu dir und haben gesagt, du bist eigentlich ausgelernt, wir können dir eigentlich nicht mehr das beibringen, wir haben dir alles beigebracht. Du kannst im Wrestling nicht auslernen. Das gibt's nicht. Ich lerne heute noch, ein Doug Williams lernt noch, ein Joey Legend lernt noch, sogar ein Misawa lernt noch pro Kampf. Und die haben irgendwann mal einfach mal zu mir gesagt, hey, jetzt bist du zumindest bereit, mal in den Ring zu steigen und mit deinem Profi dich messen zu können. Das war alles, was sie gesagt haben. Und haben gesagt, hey, okay, wir haben jetzt dieses Turnier, das Gilde Wrestling Turnier, das war 2002 mein erstes. Und da haben sie gemeint, ja, okay, wir probieren mal aus. Und das war eigentlich nur geplant, dass ich mal beim Rumble mitmache und vielleicht mal einen Einzelkampf habe. Ich glaube, das wäre gegen Carsten gewesen. Aber ich bin halt recht gut angekommen und habe meine Arbeit anscheinend gut gemacht. Deswegen haben sie gemeint, hey, mach das ganze Turnier. Das war quasi das traditionelle Turnier in Hannover, diese 2 Wochen, oder wie lange dauert das? 10 Tage? 14 Tage. 14 Tage. Ja. Ich habe da damals noch das in Erinnerung, du trainiertest da, oder du tratest auf mit einem anderen Rookie, Robin the Hawk. Mhm. Was ist aus dem geworden? Vielleicht kannst du noch schnell zu ihm was sagen. Er hat ja mit dir quasi parallel trainiert. Das ist richtig. Er hat vorher schon gekämpft, bevor er bei Eki und Toni angefangen hat zu trainieren. Dann trat er als die Mumie auf. Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ich fand ihn eigentlich relativ talentiert. Ein bisschen halt, er hätte ja noch an seinem Körperfett arbeiten müssen und ein bisschen disziplinierter sein müssen, dass er halt öfter zum Training geht, weil die Ausrede war halt immer, er ist so weit weg. Und er hat vielleicht eine Stunde weit weg gewohnt oder so. Und naja, ich habe jetzt, soweit ich weiß, kämpft er nicht, aber er hat mir vor kurzem über MySpace eine Nachricht geschickt, dass er jetzt irgendwann mal wieder anfangen will, aber das höre ich jedes Jahr irgendwie von ihm, eine Nachricht schickt. Deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, ihm geht's gut, er macht das Beste aus seinem Talent oder aus seinem Leben und keine Ahnung, ist halt Robin the Hawk.
Ja, und du hast da bei dem Gildefestival doch einmal Lehrgeld bezahlt, also du hast einmal wahrscheinlich nicht viel machen dürfen, sage ich mal, als Rookie. Gegen wen bist du da alle im Ring gestanden? Waren das gute Leute? In meinem ersten Jahr der größte Name war Big Vito, dann Cannibal Grizzly, Drew McDonald, Carsten Kretschmer, Joey Legend, Robbie Brookside, Ecky, er selber. Und ich denke, und James Mason war auch dabei. Der Mason darf man nicht vergessen, einer der besten Worker in ganz Europa, meiner Meinung nach. Und naja, was ich nicht machen kann, ich konnte einfach nichts machen. Die waren ja erfahrungsmäßig, körperlich, in jeder Hinsicht mir überlegen. Also da warst du, sag ich mal, vom Körper her auch noch nicht so weit, wie du jetzt zum Beispiel hier sitzt. Ich habe 88 Kilo gehabt, wie ich angefangen habe. Du hattest dann aber auch abseits der EWP andere Auftritte. Ich habe hier kurz ein paar Notizen gemacht. Du hast bei der GSW dein Debüt gehabt. Ja, das war ein Schmalkerl. Ich war da, glaube ich, selber damals zu Gast. Hattest du ein Match in einem Tag Team Turmoil Match? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Du warst im Tag Team mit Thomas Blade, ja, und hattest unter anderem die Gegner waren zum Beispiel die Swiss Money Holding, die ja eigentlich aus sich was gemacht haben. Ja. Fighting Spirit, Eiji Kushinawa und Blue. Kannst du dich noch an die zwei erinnern? Ich erinnere mich noch. Ich habe den Kampf gesehen. Ich meine, ich war damals mit Hayabusa nicht so bewandert. Ich wusste jetzt nicht, wer das ist. Ich habe mir jetzt mittlerweile kenne ich ihn. Vor kurzem habe ich mir sogar ein Highlight-Video von ihm angeschaut. Fantastischer Highflyer, fantastischer Worker. Und Eiji Kushinawa halt einfach eine ziemlich billige Kopie davon. Ja. Und ich erinnere mich nur an einen Dive, den er nach draußen gemacht hat. Ich meine, normalerweise springt man, macht sich halt eben groß und er ist einfach nur wie ein nasser Sack nach draußen gegangen. Das war dann irgendwie für mich so, wow, guter Flyer. Wen sehe ich da noch? Dann sehe ich noch Alex Payne und Michael Havoc, auch genannt Dark Soul. Die beiden sind ja auch nur mal teilweise dabei. Vielleicht kannst du zu den beiden was sagen. Du standest mit beiden, glaube ich, im Ring. Ja, ich finde Alex Payne sehr talentiert. Ich finde, er müsste halt nur mal von einem richtigen Profi mal trainiert werden. Ich bin der Meinung, er hat sehr, sehr viel Potenzial. Schade, dass er verletzt ist. Ich halte viel von Alex Payne. Im Gegensatz zu Dark Soul, für mich, ich würde sagen, er ist nicht untalentiert. Er hat einen Körper, er hat einen gewissen Look, das hat er einfach. Aber... Ringerisch. Also er ist kein guter Ringer, wenn man jetzt zum Beispiel einen Peter William bewerten würde. Natürlich, er ist jetzt kein Ringer im Oldschool, wenn man Oldschool-mäßig darüber nachdenkt. Aber er ist jetzt auch, wie soll ich sagen, auch wenn man jetzt New School denkt, ist er jetzt auch nicht gerade der Top-Mann. Das Problem bei ihm ist einfach nur, dass er einfach die komplett falsche Einstellung fürs Wrestling hat. Mal aufhören, mal anfangen, wenn man gerade Lust hat. Dann habe ich noch einen Kandidaten, der gerade bei der GSW wieder zurückgekommen ist. Vielleicht hatte er auch die falschen Lehrer. Oder überhaupt keine Lehrer. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so seinen Background. Dark Soul oder? Dark Soul meine ich, ja. Ich glaube, er hat ein paar Seminare besucht. Ich weiß gar nicht, wie von mir trainiert wurde. Ich weiß nur, dass ich kann nur beurteilen, was ich sehe. Und was ich sehe, ist einfach nicht wirklich das, was ein Wrestler dem betiteln würde. Dann habe ich noch stehen Louis van Eden und Emil Setoci. Der eine, der ist ja eher ein sag ich mal, wrestlerischer Pausenclown. Und Setoci, der hat sich ziemlich entwickelt in Europa, wobei er sich, glaube ich, eher in der Cruiserweight Division, glaube ich, besser aufbewahrt wäre, als sie dann zu wechseln. Was hältst du von den beiden? Ich meine, Louis van Eden kennst du wahrscheinlich privat auch ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich habe mit Louis van Eden habe ich nicht wirklich viel zu tun gehabt. Er war ein netter Kerl, ich meine, ich habe sein Work auch nicht wirklich, seine Arbeit auch nicht wirklich angeschaut. Ich kann zu ihm nicht viel sagen, er war nur ein netter Kerl zu mir. Ja. Zu Emil kann ich was sagen, für mich war er am Anfang zu mir war er ziemlich arrogant. Und auch, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war er auch ziemlich schlecht, was ich so von ihm im Ring gesehen habe. Dann war er bei Hero drüben in Amerika, hat gelernt, dann kam er zurück, hat sich meiner Meinung nach nicht wirklich viel verbessert gehabt. Aber zumindest hat er jetzt einigermaßen gewisse Basics gehabt, gewisse, wo man dann irgendwo noch mit ihm arbeiten kann. Aber irgendwann, das war glaube ich letztes Jahr, hat er dieses neue Gimmick mittlerweile. Bisschen
dieses ja sehr eitle, eitle Gimmick. Und ja, ich muss sagen, er hat sich sehr geändert und ich bin der Meinung, mittlerweile ist er einer der besten Heels, die die WXW hat. Mhm. Und zum Schluss sehe ich dann noch Steve Douglas und Danny Steger, Sea Shooting Star Sieg, da gibt es ja auch ein bisschen eine History. Steve Douglas nach wie vor dabei in der Szene, er ist jetzt nicht der Super Buddy, aber ich glaube, er hat einen Charakter, er hat Charisma. Vielleicht, du standest mit Steve Douglas auch einige Mal im Ring, was würdest du von Steve Douglas so sagen? Ich muss sagen, Steve Douglas, man hat ihm am Anfang bemerkt, dass er halt Backyarder war, weil er halt einfach, es war halt nichts Solides in seiner Arbeit. Und mittlerweile, muss ich sagen, gehört er auch zu einer der Besten in Deutschland. Ja. Würde ich sagen. Er ist mittlerweile gut, er arbeitet an seinem Körper, er geht trainieren, er ist wirklich sehr diszipliniert mit seinem Training. Ich meine, wir fahren 12 Stunden nach Frankreich und wieder zurück und danach geht er ohne Pause ins Fitnessstudio, während ich schlafen gehe, geht er ins Fitnessstudio. Und ich finde ihn mittlerweile also sehr underrated bei den Oldschool-Leuten. Keine Ahnung, ich meine, wenn man einmal Backyard war, ist man bei den Oldschool-Leuten immer ja, unten durch. Aber ich finde, man sollte ihm eine Chance geben, ich finde ihn mittlerweile wirklich nicht schlecht. Danny Steger, da gab es ja auch zwischen dir und Danny Steger ein bisschen Heat, das können wir durchaus ansprechen. Ich glaube, du hast sogar ein Match gegen Danny Steger. Bei einer EWA-Show. Genau. Hat es davor schon zwischen euch so ein bisschen Probleme gegeben oder kam das nachher? Er ist ja nicht unbedingt, er ist ein bisschen arrogant, das muss man ja dazu sagen. Das ist richtig. Hat er sich deswegen bei dir ein bisschen es verscherzt, weil er nicht den nötigen Respekt den Leuten entgegenbringt? Also mir wurde immer beigebracht, Respekt, wenn du anfängst, wenn du Rookie bist, und für mich war Danny Steger ein Rookie, genauso wie ich damals, wenn du anfängst irgendwo, zeig Respekt, zolle jedem Respekt und halt die Klappe und hör zu. Und ich habe nun mal bei der EWP damals angefangen, die halt eine recht sehr angesehene Promotion in Deutschland ist, ich würde sogar sagen europaweit. Und es war einfach sehr schwierig, wo ich Danny das erste Mal gesehen habe, war es sehr schwierig mit ihm auszukommen, denn er war sehr arrogant, hat mit seiner XCW damals angegeben. Wobei ich fand es sehr gut, dass er sich eingesetzt für Leute, aber Leute, die so jung sind, erst 2 Jahre dabei sind, sollten keine anderen Leute trainieren. Weil wenn jemand keine Ahnung hat, kann er nicht Leute trainieren, die noch weniger Ahnung haben. Da kommt einfach nichts raus und der Einzige, der vielleicht da rauskommt, ist halt Steve Douglas. Aber der hat sich selber gemacht, das hatte nicht mit Danny Steger zu tun. Oder Absolute Andy hat auch dort trainiert. Aber Absolute Andy hat es dann selber weiterentwickelt und hat geschaut, dass er bei richtigen Profis trainiert. Und wie gesagt, Danny und ich hatten halt persönliche Probleme, die mit dem Business an sich nichts zu tun haben. Er mochte mich nicht, ich mochte ihn nicht und keine Ahnung, ich meine, sowas kommt halt vor. Mittlerweile sage ich nur, ich bin mittlerweile recht erfolgreich und er hat aufgehört. Ja, der Grund ist seines Aufhörens, manche munkeln, dass es da diesen Backstage-Vorfall gegeben hat. Er hat sich dann irgendwie auch noch im Internet oder bei diversen Leuten eben beschwert, dass du ihn da angegriffen hast. Kannst du vielleicht dazu sagen, diese Sache endgültig aufklären? Was gab es da? Was fiel davor? Hast du ihn einfach zurechtgewiesen, hergenommen und gesagt, so Junge, so geht's nicht? Ganz ehrlich, ich habe ihn einfach nur gegen die Wand gedrückt, habe gesagt, er soll aufhören, unter meinem Rücken schlecht um mich zu reden. Das ist alles, was ich gesagt habe. Danach ist er halt ins andere Zimmer und das habe ich nicht mehr mitbekommen, was er dann gemacht hat. Also ich habe ihn nicht geschlagen, gar nichts. Ich habe ihn nur in die Ecke gedrückt und das war's. Ja. Und danach ist er ins andere Zimmer und wie mir halt einige Leute berichtet haben, hat er geweint und dann seinen Vater angerufen oder so. Und für mich war das halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin der Meinung, ein Wrestler sollte auch irgendwo ein Kämpfer, ein Gladiator sein. Und egal, ob du jetzt innerhalb oder außerhalb des Rings bist, du bist immer Wrestler. Und wenn du im Ring Schmerzen erträgst, solltest du das vielleicht auch außerhalb des Rings können. Und meiner Meinung nach hat er das halt nicht gemacht und für mich war da eigentlich schon seine Karriere vorbei. Ja, ich glaube, unmittelbar danach hat er auch schon seinen Rücktritt bekannt gegeben. Denkst du, dass der irgendwann zurückkommt? Wir wollen ihm jetzt sein Talent nicht absprechen, aber denkst du, dass er das Wrestling jetzt endgültig beiseite gelegt hat? Er ist ein nebenbei Fitnesscoach oder sowas ähnliches. Ja, ich habe gehört, dass er halt Fitnesscoach ein bisschen zugelegt hat. Aber das hilft doch alles nichts, wenn man nicht die Einstellung richtig dazu hat, wenn man jetzt nicht das Herz zu diesem Sport hat. Das sage ich jetzt zu jedem, der diese DVD anguckt und Wrestler werden will. Wenn ihr nicht das Herz habt, bleibt aus diesem Business draußen. Weil wenn er aufhört, nur weil er mal ein bisschen Prügel bezogen hat in einem anderen Kampf, denn ich weiß, dass ich nicht der Grund war, dass er aufgehört hat. Ja, okay, das gehört jetzt nicht zu dem Interview dazu. Ja, aber nun, wie gesagt, ich meine, wenn man halt in den Ring steigt mit Profis und dieser Mann, gegen den er damals gekämpft hat, war halt nun mal ein Vollprofi und ist immer noch ein Vollprofi und ein bisschen härter rangenommen hat, dann bedankt man sich, weil man ein kleiner Rookie ist, setzt sich hin und hofft auf seine Chance irgendwann. Ja.
Ja, wir gehen weiter in deiner GSW-Karriere, weil die GSW ist ja eine Liga, die in Deutschland wirklich viel fürs Wrestling macht, die versucht, sich eben auf dem Mainstream-Weg zu präsentieren. Du hattest dann ein Match, das war bei der ersten richtig großen Show, das kann man mit, dem, mit der WrestleMania Deutschlands vergleichen, International Impact, ein Match gegen Extreme, Five Star Flash und Damon Briggs. Kannst du dich noch an dieses Match erinnern? Ja, ich kann mich jetzt natürlich nicht an, an jede Bewegung, was du passiert ist, erinnern. Ja, klar. Ich kann mich grundmäßig an das Match erinnern. Ich fand es an sich nicht schlecht. Es war lustig. Ich bin halt klein und ziemlich bullig gebaut und ansonsten war halt im Prinzip nur Cruiserweight da drin und die Leute waren halt recht überrascht, dass ich halt mit denen mithalten kann, weil ich doch recht beweglich bin für meine Statur. Und es war ein sehr gutes Match. Ich finde, Extreme ist sehr beweglich. Ich habe keinerlei Respekt für ihn, wenn es um Wrestling an sich geht, wenn es um die Einstellung zum Wrestling geht, weil das ist nun mal irgendwo ein Business und man sollte es respektieren und nicht einfach rein und rausgehen, wenn man gerade Lust hat und einfach mal sagen, ja, jetzt komme ich gerade nicht gut an, jetzt höre ich mal auf, dann komme ich wieder zurück, aber gut, da kann eher weniger was dafür. Das sind halt die Leute, die ihm die Chance geben, können was dafür. Five Star Flash fand ich nicht schlecht. Von dem hört man aber jetzt auch nichts mehr, zumindest ich nicht. Wie gesagt, ich habe mit ihm keinen Kontakt. Ich fand ihn in dem Kampf ganz gut. Ich habe auch in All-Star 2003 habe ich mit ihm in All-Star 2 Monate lang getourt. Und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Guter Highflyer. Und wer war nochmal der Dritte? Das war Damon Briggs, unser österreichischer Kovac-Schüler. Brixi, alles klar. Brixi war der ja jetzt mittlerweile schon über 100 Kilo hat. Und ja, man nee, könnte nee, gegen Brixi, ich fand, das war der solideste Arbeit in dem ganzen Match. Also gegen ihn kann ich gar nichts sagen. Ja. Super Talent. Dann gehe ich ein bisschen schneller deine nächsten Matches durch. Ein Match, das ich hier hervorhebe, war damals, da hat sich die GSW einen Engel eingebildet. Du wirst da von einem noch unbekannten Mann aus England beziert. Der hat dich dann irgendwie so à la Goldust angemacht. Ja. Die Rede ist von Baxter Burridge, der sich jetzt auch schon einen Namen hier am Kontinent gemacht hat, unter Darren Burridge, ja. Der Pucker One. Damals war er selber, glaube ich, ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, selbst warst nicht sehr zufrieden mit dem Match gegen Darren Burridge. Nee. Was gibt's zu ihm zu sagen? Ich denke, er spielt sein Gimmick gut, aber er ist nicht, er macht nicht den Wrestling-Stil, den ich bevorzuge. Es muss nicht immer Hard-Hitting, super Technical Wrestling sein. Es kann auch, ich meine, schau dir Aris an. Aris ist nicht Hard-Hitting, Aris ist nicht der super Technical Wrestler, aber Aris ist ein vorzüglicher Allrounder. Mit der kann er mit jedem arbeiten und nun. Das mit solchen Leuten, Aris hat ja trotzdem ein Gimmick und das hat ganz gut gespielt. Und Dexter hat eigentlich nur Gimmick gehabt und das war's. Ja. Okay. Naja, das Match war für mich eigentlich einer der Lowlights meiner Karriere. Ja, dann folgten allerdings zwei Highlights, die du zwar nicht erfolgreich beendet hast. Das war ein Match gegen Aris. Da ging es um die damaligen GSW-Krone, die in diesem Turnier, glaube ich, Golden Challenge hieß die, ausgefochten wurde. War aber sehr hochklassig besetzt, war unter anderem auch Michael Kovac und Samoa Joe dabei. Da hast du gegen Aris, kannst du dich noch an dieses von vielen Matches gegen Aris erinnern? Das ist das Problem, ich habe so viele Kämpfe schon gegen Aris, ja. Das ist, ich kann mich nicht an jedes einzelne erinnern. Okay. Ich kann nur sagen, es gibt selten einen Kampf gegen Aris, das schlecht ist. Das schlecht ist. Ja. Dann gab es ein Match gegen Crazy Sexy Mike. Ich glaube, das war das einzige, das du überhaupt im Singles-Match gehabt hast. Zumindest in den drei deutschen Ligen. Ah, die Open-Air-Show, alles klar. Erinnere ich mich. Wie will um den Breakthrough-Teil. Ja, ne? Also Crazy Sexy Mike ist ja so einer, der irgendwie jetzt so in der letzten Zeit vornehmlich durch Verletzungen eigentlich pausieren musste. Mhm. In Berlin war er immer der Top-Heel. Wie wirst du ihn jetzt so in seiner Entwicklung in den letzten, ja, sag ich mal, 10 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange er schon trainiert? Ich kenne ihn halt nur die letzten, sagen wir mal, 3 Jahre vorher habe ich ihn nicht wirklich gesehen. Und ich habe ihn mal bei Stefan Raab auch mal gesehen, vor Ewigkeit, ja. Bei TV Total. Hätte er das Zeug fürs Ausland, WWE oder Japan? Oder ist er da hinter... Das Problem an sich ist bei Mike, ist, dass er hat zwar ein sehr gutes Gimmick, hat, also ich finde sein Mic-Work ist großartig, aber das Problem bei ihm ist einfach, Nummer 1, er ist immer sehr, sehr oft verletzt und Nummer 2 ist einfach, er hat nicht die Statur, um wirklich sich im Ausland zu empfehlen und wie soll ich sagen, ich denke eher nicht. Wenn er seinen Körper richtig formt, wenn er einige andere, privatere Probleme noch in den Griff bekommt, dann könnte man sich das eher schon vorstellen.
Da gab es noch mal so eine, das überspringe ich, einen Four Nations Cup, wo du aber erfolgreich warst, eben gegen Crazy Sexy Mike, Emil Sitoci und Xtreme. Danach gab es ein Match, wo du zum ersten Mal gegen einen wirklichen, sag ich mal, Top-Wrestler, wie es TJ Wilson ist, der glaube ich jetzt sogar bei der WWE unter Vertrag steht. Ah, ja. Wie fandest du das Match damals gegen TJ Wilson? Sehr gut. Ich fand TJ ist großartiger Worker. Ich meine, er war ja nicht umsonst bei New Japan, jetzt bei WWE. Ich fand das Match wirklich sehr, sehr gut. Keine Probleme mit ihm gehabt. Wir sind in den Ring gegangen, haben gewrestelt. Der Bessere hat gewonnen und das war ich. Dann gab es das erste Aufeinandertreffen zwischen dir und Absolute Andy. Ja. Ich kann mich da jetzt da allerdings nicht mehr erinnern, wer dieses Match gewonnen hat. Ich glaube, das war aber sogar Andy, der dir damals den Breakthrough-Titel abnahm. Das ist richtig, ja. Das hat mich sehr überrascht, dass sie Andy damals einen Push geben. Wie siehst du Absolute Andy jetzt generell? Seine Karriere ist erst relativ kurz. Ich komme mit ihm halt nicht klar, weil ich ihn sehr arrogant finde. Ach doch. Aber hat er das vielleicht von Danny Steger? Ich weiß es nicht. Fragst du ihn am besten selbst. Okay. Aber ich bin der Meinung, er ist sehr talentiert. Er ist ein sehr, sehr guter Heel. Und hat die Statur. Definitiv jemand, dem die Zukunft in Deutschland gehört. Dann hast du eine kleine Erfolgsserie gehabt. Du hast Damon Briggs und Ahmed Cher besiegt, bis du dann auf einen Mann getroffen bist, der quasi, ja, vielleicht damals noch eine Nummer zu groß war. Ecki Eckstein, der besiegte dich, dein Mentor oder Lehrer. Ja. Wie fandest du das Match? Es war, glaube ich, das einzige Match, das du hier gehabt hast gegen Ecki Eckstein. Ja, das ist richtig. Der hätte jetzt vor kurzem da sein müssen, aber irgendwie komischerweise nicht da. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Guter Kampf. Mit einem guten Ringer, der ein bisschen zu sehr auf sein Deutschland-Gimmick halt eben aufbaut. Was soll ich sagen, er ist halt mein Trainer gewesen. Und weil für mich im Prinzip war das nur, Walk in the Park. Also ein Match wie jedes andere, kann man sagen. Also war jetzt nicht irgendwie das große Schüler gegen Lehrer-Match. Nein. Das manchmal natürlich. Ich denke, das große Schüler gegen Lehrer-Match wäre ich gegen Tony Sinclair. Das wäre ein großes Schüler gegen Lehrer-Match. Aber jetzt gegen Ecki, okay. Schüler gegen Co-Trainer vielleicht. Ja. Dann hast du Jörg Gut gesquasht. Jörg Gut, ein Student, der auch mittlerweile schon, glaube ich, zweimal wieder zurückgekommen ist und zweimal wieder retired ist. Jetzt, glaube ich, ist er wieder verletzt. Hat er Talent, dass er sowas wird wie ein Steve Douglas oder Absolute Andy? Oder ist er eher wirklich nur für... Doch, Talent ist schon da. Ich denke, bei Jörg fehlt ein bisschen der Biss und das Herz. Ich denke, er bräuchte halt... Ich meine, ich kann nur beurteilen, was ich sehe. Und was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, hat mich nicht wirklich umgehauen. Ich bin der Meinung, er diese kleinen GSW-Segmente, die er rüberbringt, bringt halt ganz gut rüber als Charisma vor der Kamera. Im Ring ist er halt noch sehr, 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 sehr green und sollte noch viel, viel lernen. Aber, also untalentiert ist er jetzt nicht, aber ich würde es nicht sagen. Steve Douglas Talent hat er jetzt nicht. Ja. Dann gab es ein Match, wo du überspringe ich jetzt. Du hattest ein Match gegen Roderick Strong. Oh ja. Der erste richtige Army, der Kracher. Wie war das Match gegen Roderick Strong? Die Fans im Internet schrieben, sie waren ein wenig enttäuscht. Wirklich? Ich fand das Match eigentlich ziemlich gut. Ja? Ja, ich meine, viele Fans haben halt gesagt, er hat seine Backbreaker nicht ausgepackt, wo ich sehr froh war. Ja. Die Dinger tun weh. Natürlich. Also, das kann ich den Fans sagen. Die Dinger tun weh, seid froh, dass er sie nicht ausgepackt hat. Und ein sehr, sehr guter Gegner. Man hat seine Erfahrung bei Pro Wrestling Guerrilla, bei Ring of Honor, überhaupt in Indie-Szene. Ich glaube, er war auch schon in Japan bei Zero One, soweit ich weiß. Oder bei Dragon Gate, ich weiß nicht mehr genau. Aber er war in Japan, das weiß ich. Und man hat halt gesehen, dass er einfach ein großartiger Wrestler ist. Und ich war glücklich, mich mit ihm messen zu können. Und leider ganz knapp verloren. Ja, und dann gab es dieses angesprochene Match, wo du die WXW repräsentiert hast. Wie kam es dazu? Ich habe das nicht ganz verfolgt, wie es da zu einem Match kam. Murat mit Partnern Fries Kastelein, Diego Latino, Chris Ramirez und Rufus. Die hätten, glaube ich, auch zu Hause bleiben können, denn die Gegner waren Ecki Eckstein, Erik Schwarz und Wessner. Gut,
da hättest du doch ein grobes Handicap-Match gehabt. Ja. Was gabst du diesem Match irgendwas zu sagen oder war es okay, ja, es war halt so ein... Was soll ich sagen? Ich meine, ich gehe zu einer Veranstaltung, weiß meistens vorher nicht, gegen wen ich kämpfen soll. Und da stand ich halt da und dann habe ich mir überlegt, okay, zumindest waren mir zahlenmäßig überlegen, wir waren 4-3, aber ich meine, da stand 5-3 sogar. 5-3, okay. Ja, wenn man Latino und Rufus als eine Person, wir wollen ja jetzt nicht die Leute ein bisschen... Keine Ahnung, das war schon ziemlich weird, würde man sagen. Okay, also dieses Match ist auch eines, das man schnell wieder vergisst. Ja, das nächste war dann ein absoluter... sag ich mal, Qualitätsschlager gegen Michael Kovac, da warst du erfolgreich. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Position du damals warst. Michael Kovac, der hat ja auch bei der WXW schon öfters seine Einstellung geändert. GSW. Bei der GSW natürlich. Hast du da noch eine Erinnerung, war der Kovac Champ, war das ein Title Match oder? Nee, das war kein Title Match, das war, ich glaube, kurz vor seinem Title Match, kurz vor seinem Title Run, so ja. Wie ich es erinnern kann. Und wie fandest du? Ja, ich muss nur eins sagen, ich bin einer der ganz wenigen Leute bei GSW, die Michael Kovac klar 1-2-3 mitten im Ring besiegt haben. Ja. Das vergessen die meisten. Und ein guter Kampf, klar, Kovac auf seine arrogante Art und Weise natürlich wieder recht gut im Ring. Kann man nicht sagen, einer der besten meiner Meinung nach Europas. Aber tja, da hat er sich dem Besseren halt ja. Schlagen geben müssen. Dann gab es ein Match zwischen einem Freeway-Dance zwischen Absolute Andy und wieder, also einem neuen Mann, Chris Korn, der ebenfalls ein Kovac-Schüler ist, der sich damals sensationell den Breakthrough-Titel holte. Zu Andy gab es ja schon was von dir. Wie siehst du jetzt zum Beispiel, wenn du die beiden vergleichst, Chris Korn? Da muss ich sagen, dass Andy der Talentiertere von den beiden ist. Ich finde, Chris Korn hat mittlerweile einen ziemlich guten Körper. Mittlerweile lernt er auch im Ring, sich halt eben wie ein Wrestler zu geben, lernt auch ein bisschen auch mit dem Publikum zu arbeiten. Aber jetzt mal mit Andy verglichen, also das sind Welten meiner Meinung nach. Ja. Dann gab es ein Match, das sehr im Internet Aufmerksamkeit fand. Kid Cash war zu Gast bei der GSW, noch immer die WXW, ja, mit einem WXW-Leutmann dabei, Steve Douglas und einem Mann, den ich nicht kenne, CJ Juice, der dürfte aus England sein. Hab ich auch nicht gekannt vorher. Kid Cash ging da voll ab. Ich glaube, standest du dem was nach oder hast du da auch volles Programm gegeben? Ich habe volles Programm gegeben. Ich habe riesen Respekt vor Kid Cash. Ich finde ihn also großartig. Ich zähle noch zu einem meiner Freunde. Und wie soll ich sagen, er gehört halt zu den Jungs, die durch die härteste Schule gegangen sind, die man sich vorstellen kann. ECW, TNA, WWE, also überall. Der war überall der Mann. Und vor allen Dingen in der Oldschool ECW, in der richtigen ECW, nicht in dem Quatsch von heute. Und wie gesagt, also ich finde, der Mann hat die Leute richtig hart drangenommen, die er richtig hart nehmen kann. Und bei mir ist er halt irgendwo auf seine Grenzen gestoßen. Ich habe ihn aus dem Four-Way Elimination rausgeschmissen. Dann gab es ein Match gegen einen Mann, den wir schon privat über den gesprochen haben, Leon van Gasteren. Leon, der schon wirklich lange dabei ist, also wenn ich mir so die ganzen jungen Leute anschaue, Van Gasteren sticht mir als derjenige raus, der eigentlich schon wirklich ewig dabei ist. Trainiert von, oder so, oder? Ja, ich glaube, trainiert ist er worden von Franz Schumann, aber so richtig einen Durchbruch hat er nie geschafft. Warum das? Ich kann dir nicht sagen, warum. Mir fällt immer bei Leon auf, dass er, sobald er im Ring steht, ich meine, wenn wir als Wrestler im Ring stehen, das machen wir ja nicht, weil wir das müssen, sondern da gehen wir hin, weil wir es wollen. Und wenn wir im Ring stehen, dann sollten wir es auch genießen, im Ring zu stehen und vor Leuten zu sein. Und das, bei mir kommt es immer bei Leon vor, als ob er sich am liebsten verstecken würde. Und das halt eben, ich finde, charismatisch gesehen würde schon was da sein. Ich meine, er ist halt der typische Underdog. Da wäre schon auf jeden Fall schon was da, aber... Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, warum er den Durchbruch nicht schafft. Ich denke einfach, er versucht es nicht hart genug vielleicht. Ja, vielleicht nicht das, die Ambition für einen Vollprofi. Dass er ja, vielleicht, er will einfach vielleicht, ich meine, er hat mir mal gesagt, hey, er ist glücklich, auf dem Schützenplatz anzutreten, das war sein größtes Ziel. Und vielleicht ist es ja das, was er erreichen möchte. Und naja, wenn er das machen möchte, dann, wenn er glücklich ist, sollten es ja auch sein, oder? Ja, klar. Dann gab es ein Match, das kurzfristig, glaube ich, umgebucht worden ist. Doug Williams und Christopher Daniels, ein absoluter Topmann, standen im Ring gemeinsam mit dir. Kannst du dich noch erinnern, dieses Match? Das war ja nicht allzu lange her.
Sehr, sehr gutes Match, hat mir richtig gut gefallen. Viele Leute im Internet haben es ein bisschen zerrissen und haben gesagt, ja, hätte besser sein können. Ich bin der Meinung, war ein großartiges Match. Wie würdest du jetzt einmal Doug und Daniels unterscheiden? Chris Daniel, ich finde Doug Williams besser. Ja, also generell jetzt vom Wrestlerischen und vom... Allround, von allem. Vom Komplettpaket. Vom Komplettpaket, ja. Was Chris Daniels vielleicht vom Charismatischen her mehr hat, hat Doug halt im Technischen und körperlich. Hat halt mehr. Ich finde Doug ist für mich der beste europäische Wrestler momentan, den wir haben. Und einer der besten der Welt. Mhm. Also ist nicht nur, dass wir jetzt in Europa bleiben, ist einer der besten der Welt, der Mann. Und Chris Daniels war einfach großartig. Ich meine, der Mann hat so eine Erfahrung, das ist wahnsinnig. Ich meine, mit ihm vielleicht ein bisschen zu Backstage zu reden, hat schon gereicht, dass ich mal wieder, weiß ich nicht, eine Menge Sachen gelernt habe. Mhm. Also großartiges Match. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich so ein Match mal haben durfte und so viel Erfahrung sammeln durfte. Das nächste Match hattest du gegen einen Japaner, Atsushi Aoki, einer der jungen Rookies, ein Noah Student. Wie sieht es da aus von gegenüber? Ich meine, da kommt ein Japaner, alle Fans glauben natürlich, wow, Japaner ist ein Superstar, aber in dem Fall bist ja du der Erfahrene und da sieht das ganz anders aus, oder? Das ist richtig, ja, ich habe den Kampf ja auch gewonnen. Aoki, sehr talentiert, er ist auch älter als ich, er ist schon 31, hat auch Amateurringen als Hintergrund und guter Kampf, sehr, sehr guter Kampf, würde ich sogar sagen, talentiert, aber halt noch in gewissen Sachen noch sehr green. Ja. Und wie gesagt, ich meine, ich war dort halt der Erfahrenere, mal zur Abwechslung, normalerweise durfte ich ja immer gegen die erfahrenen Japaner, jetzt mal auch Shiozaki ausgenommen, immer ran. Und deswegen war das halt für mich ein bisschen relaxter, weil ich halt, da ich erfahrener war, im Ring halt gewisse Vorteile hatte. Dann gab es abermals ein Match, wo du wieder mit Kid Cash im Ring gestanden bist und Ahmed Chair. Ja. Da kam es zu einem No-Contest. Wie würdest du das Match diesmal mit Cash gegen dem anderen Four Corners-Match vergleichen? War das ähnlich hart oder? Ich fand das letzte härter und besser, da ich der Meinung bin, dass halt bessere Worker jetzt im Ring waren, denn ich habe jetzt vom CJ Juice habe ich nicht wirklich viel gehalten und Steve Douglas, das war jetzt nicht sein Stil von Match wirklich, was wir damals gemacht haben. Aber auf jeden Fall dieses gegen Ahmed Shea und gegen Kid Cash war wirklich ein großartiges Match. Kid Cash kam sich halt wahrscheinlich ein bisschen vor wie in der alten ECW, als er Tische, Stühle, einfach alles mit in den Ring genommen hat, sogar einen Tisch, der eigentlich... Naja, das war ein richtig schöner, harter, deutscher Tisch. Der quasi überhaupt nichts dafür konnte und da musste dann ein Wrestler durch, womöglich. Ja, da hat er versucht, ein paar Wrestler durchzugehen, das Ding ist einfach nicht durchgegangen. Boah, das ist natürlich absolut schmerzhaft. Das war schon lustig. Wie gesagt, ich musste es nicht wirklich erleiden, denn Kid Cash hat halt Ahmed härter reingenommen als mich. Ja. Wie gesagt, Kid Cash und ich sind halt privat recht gute Freunde und Ahmed und Kid Cash kennen sich nicht so gut. Und also es war ein sehr, sehr guter Kampf. Ich halte von dem Kerl einfach eine Menge. Ich habe keine Ahnung, warum Kid Cash nicht in einer Major Promotion wieder ist. Das verstehe ich nicht. Dann hast du noch zwei Students namens Marcel Weißbach und Thorsten Seemann zerstört. Ja, das erwähne ich jetzt nur so nebenbei. Ich war sauer, weil der nicht aufgetaucht ist. Was hast du denen so mit auf den Weg gegeben? Ein paar Jobs wahrscheinlich oder ein paar Forearms? Ich hab halt gechoppt, einen German und eine Lariat. Das jeden aber, oder? Ja, das müsste eigentlich. Aber nein, eine Lariat dem einen und einen German dem anderen. Und halt beide haben Jobs gekriegt. Und was haben sie dir dann bedankt? Sind sie respektvolle Students? Ich weiß nicht, wer jetzt war. Der Kleinere war respektvoll als der Große, der meiner Meinung nach schon viel zu viel von sich hält. Okay, das ist mehr. Ich sollte noch ein bisschen mehr die Wrestling-Schulbank drücken, lernen und irgendwann wieder froh sein, mit einem wie mir oder mit irgendeinem anderen Profi-Wrestler in den Ring steigen zu dürfen. Was denkst du jetzt generell vom Gesamtprodukt German Stampede Wrestling und den Leuten, die dahinter stehen und deiner Rolle in der Promotion? Bist du zufrieden, was sie mit dir so gemacht haben jetzt in der Zeit? Ich bin zufrieden. Ich habe Top-Gegner gekriegt, ich habe einen Title-Run gekriegt, ich habe Title-Shots gekriegt. Was soll ich sagen, ich bin schon sehr zufrieden, was die GSW mit mir macht. Und ich finde die Promotion, die Liga mittlerweile sehr, sehr gut.
Ich finde, die Liga hat mal was anderes. Ich meine, die WXW ist halt dieses mehr dieses Ring of Honor, dieses Pure Wrestling. Und die Oldschool-Ligen sind halt Oldschool. Und die GSW hat halt irgendwie was von allem. Ja. Plus halt eben noch diese ganzen Show-Elemente, die sind natürlich von der WWE ein bisschen abkupfern. Ja, klar. Klar, aber wer tut das nicht? Ich meine, die größte Liga der Welt. Und wie gesagt, ich find die GSW recht gut, was sie machen. Klar, man kann nicht, ich bin nicht mit allem einverstanden. Ich meine, ich verstehe halt die Entscheidung nicht, warum man einen wie Extreme zurückholt, wenn man so großartige Leute wie Pac hat. Verstehe ich halt nicht. Ich finde, seit es Pac gibt, ist Extreme komplett fehl am Platz. Was mich vielleicht deswegen der Fall sein könnte, da die WXW zum Beispiel wieder Leute holt und die GSW möchte es dann immer wieder anders machen. Also so kommt es mir manchmal vor. Das war damals, glaube ich, die Sache mit, ich glaube, Baron von Hagen, den hatte ja immer nur die WXW und zum Beispiel den Absolute Andy, der war wiederum nur bei GSW dabei eine Zeit lang. Jetzt das mittlerweile nicht, weil Absolute Andy war auch bei der WXW. Und ja, ich glaube jetzt, aber er war schon länger dabei, wo die WXW ihn eigentlich abgelehnt hat. Und gut möglich. Ich weiß nicht, ich diese internen Sachen, ich meine, hatten nichts mit mir zu tun. Ja. Ich kann darüber nichts sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es halt schade, dass Hagen damals A aufhören musste und B hat nicht die Chance, dabei GSW sein können zu zeigen. Ich bin mir sicher, er hätte die Zuschauer auch dort begeistert. Ja. Und über Andy meine Meinung wisst ihr und was die Ligen untereinander machen, ist deren Sache. Ja. Ich bin froh, dass sie mir Arbeit geben, ich bin froh, dass ich dort halt eben worken kann. Ich bin froh, dass sie mir die Spots geben, die ich halt bekomme, deswegen. Ich kann nicht klagen, was sie untereinander machen, ist ihre Sache. Die WXW, da hast du, glaube ich, fast doppelt so viele Matches gehabt bei der Promotion. Ja. Gut, die machen auch mehr Shows. Ich gehe jetzt da nur ein paar Gegner durch, da brauchst du jetzt nicht immer gleich antworten. Du hattest Matches gegen Ares en masse. Ich zähle auf, du hattest Matches gegen Double C. Claudia haben wir noch nicht über ihn gesprochen. Er hat sich aus Europa verabschiedet. Mhm. Was hältst du von Claudio jetzt, wenn man zum Beispiel ihn mit Ares vergleicht? Besser. Warum hat noch besser? Um Welten besser, ja. Claudio, der kompletteste Wrestler, den ich kenne. Mit Doug Williams. Also in Europa? Auf der Welt. Ja. Mit Claudio ist großartig. Claudio, dem fehlt nur noch die Erfahrung, dass er auf derselben Stufe ist wie ein Doug Williams, meiner Meinung nach. Also Wahnsinnstalent, Größe, Statur, Charisma, Micwork, Können, einfach alles. Claudio ist großartig. Wo siehst du Claudio Castagnoli in 5 Jahren? Denkst du, dass er... WWE oder irgendwo in Japan bei einer Major Promotion. Wo wäre er besser aufgehoben, um sein wirkliches Talent zu zeigen? Ich würde ihm WWE mehr wünschen, weil es einfach sicherer ist. Und mehr Geld natürlich, wahrscheinlich auf Dauer. Mehr Geld, sicherer, und danach kann er immer noch nach Japan gehen. Dann gab es Matches, wenn man jetzt Gegner hernimmt, die ich bei der GSW nicht gesehen habe. Chad Collier, absolutes Ringfuchs, den hast du sogar besiegt bei der WXW. Ja. Chad ist ja ein bisschen, sag ich mal, Doug-ähnlich vom Ringen her, oder ich meine, ich als Nicht-Worker frage jetzt dich, wie es so im Ring ist mit Chad Collier. Ich würde es immer so sagen, es gibt ja diese amerikanischen Technical Wrestler und die europäischen. Doug ist halt der Europäer, der mit dem British-Style-Wrestling wrestelt und Chad Collier ist halt der typische Ami-Technical Wrestler, der halt eben hat sein amerikanisches Pro-Wrestling gewinnt. Und wie gesagt, Chad, großartiger Kerl. Keine Ahnung, ich höre eigentlich schon lange nichts mehr von ihm. Ich glaube, der war jetzt vor kurzem in Japan, in Muga, das letzte, was ich von ihm gehört habe. Aber wie gesagt, großartiger Typ, der leider auch nie wirklich die Chance bekommen hat, in einer wirklich großen Promotion aufzutreten. Da hast du also 2 Matches gegen Hello Wicked und Spitfire. Mhm. Ich glaube, Spitfire ist sogar aus England. Das ist richtig, ja. Wie hast du diese Matches noch in Erinnerung? Hello Wicked ist so ein maskierter Typ, glaube ich. Genau. Hello Wicked, der Kampf gegen Spitfire kam zuerst, glaube ich. Ja. Und dann kam Hello Wicked. Hello Wicked war ganz okay. Ich meine, das ist halt nicht der Stil, den ich halt bevorzuge. Ich finde Chikara ist was Besonderes. Was aber viele Leute vergessen ist, was Besonderes macht nicht gleichzeitig zu etwas Gutem. Ja. Und es ist aber auf jeden Fall was Besonderes, was Chikara und die Leute halt machen. Hello Wicked war okay. Ja. Spitfire fand ich ganz in Ordnung, war ein guter Nachwuchswrestler, ein bisschen grün noch. Was ich mich da erinnere, ist, dass ich das erste Mal den Anatolia Plex 05 gemacht habe über ihm. Aha, wie sieht der aus? Das ist ein Double Straight Jacket German Suplex.
Aha. Und das war das erste Mal, dass ich den gemacht habe. Und halt den hast du seitdem auch nicht mehr gemacht, wahrscheinlich? Den habe ich, den muss ich immer machen, wenn ich halt einen Gegner nicht mehr besiegen kann. Das ist halt meine letzte Waffe. Und mit dem besiege ich den. Wenn ich den ansetze, dass das noch rausgekommen. Dann gab es Nigel McGuinness, natürlich ein absoluter Topmann. Und auch den hast du besiegt bei der WXW. Mhm. Nigel ist ja auch jetzt in Japan und mit Sicherheit er ist ja auch relativ groß. Denkst du, dass er mal wechseln wird zu einer der Big Promotions? Naja, er ist doch in einer Big Promotion Pro Wrestling Noah. Gut, da ist er ja nicht ständig unterwegs, oder ist er doch bei Ring of Honor? Der hat seine 4-5 Touren im Jahr. Und ich denke, das ist für heutzutage. Also WWE würde ihm nicht mehr bringen. Doch, ich denke schon, dass man. Der hatte auch Kontakte zu WWE und alles. Ich glaube, der hat sich selber versaut. Ich weiß nicht warum. Ich meine, er hätte im Prinzip. Also, wie gesagt, bei der WWE weiß man nicht, was sie wollen. Man kann das nicht sagen. Man kann nicht sagen, ja, hey, oh, der ist perfekt. Bison Smith, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, das sagt mir was. Pro Wrestling Noah ist ein Riesenkerl. Bodybuilder-Statur. Großartiger Worker. Und. Keine Ahnung. Den wollen sie nicht, dann haben sie stattdessen Mike Knox genommen. Die hatten beide ein Tryout-Match, dann haben sie Mike Knox genommen statt ihn. Wo Mike Knox noch nicht mal halb so gut aussieht und halb so gut wresteln kann. Ja. Und deswegen, das weiß man nie. Ich meine, Nigel würde von der Statur natürlich reinpassen, aber wenn du dir jetzt heutzutage die WWE anschaust, Leute wie Santino Marella, Rey Mysterio oder damals, oder Chavo Guerrero, damals der verstorbene Eddie Guerrero oder der verstorbene Chris Benoit, das waren ja alles keine Big Men. Ja. Und deswegen, du weißt halt, bei der WWE weiß man nie, man kann nicht sagen von der Statur, ich denke, Nigel müsste am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt sein und dann könnte man, dann bin ich mir sicher, dass er das reißen könnte. Denkst du, dass, wenn wir jetzt McGuinness hernehmen und Doug Williams, haben die eigentlich einen total ähnlichen Stil oder ist es jetzt, sind zwar zwei Briten, aber gehen doch andere Stile? Ich würde sogar sagen, dass Nigel den britischeren Stil hat, würde ich sogar sagen. Doug ist ja mehr der Hybrid aus Puro Resu und dem britischen Wrestling. Und Nigel ist mehr der natürlich hat er amerikanische Einflüsse drin, er wohnt ja dort. Aber ich finde, er ist mehr der britische Wrestler, der mehr auf das britische Wrestling achtet. Dann, die Liste geht noch ziemlich weiter. Du hattest einige japanische Gegner bei der WXW. Das ist richtig. Ich zähle da auf, Goshi Ozaki sogar zweimal. Einmal war der Yoshinari Ogawa und dann sogar noch einmal Takeshi Sugiura, wo du, glaube ich, selbst damit gesagt hast, damals gesagt hast, das war dein absolut bestes Match. Wie würdest du diese Matches einschätzen, diese ganzen, die du bei der WXW gegen die Noah-Leute gehabt hast, die japanische? Großartige Chancen für mich. Ohne die wäre ich nie bei Noah gelandet. Also großartige Chancen. Was war dann der endliche Durchbruch, wenn man es hernimmt? Das Sugiura-Match? Ja. Das war der erste Titelkampf, GHC, der Light Heavyweight Championship, der jemals in Deutschland ausgetragen wurde. Und das ist eine Riesenehre gewesen. Das ist in der Gewichtsklasse der wichtigste Titel weltweit. Das heißt, das war eigentlich der Grund, warum du dann auch deine Tour bei Noah, auf die wir später zu sprechen haben. Also ich habe schon vorher schon meine Tourdaten bekommen. Nur das war halt eben der, ich denke, das war... Die Bestätigung. Die Bestätigung, dass das die richtige Entscheidung war, mich holen zu wollen. Ja. Wie war das Match gegen Sugiura? Ich meine, welchen Stil? Das sind die typischen japanischen Stile. Ein Puro Resu. Der auch dir sehr ähnlich ist, wahrscheinlich der Stil, oder? Ich kann jeden Stil gehen. Das ist nicht. Aber der liegt mir halt. Also ich liebe diesen Stil einfach. Ja. Ich denn Hard Hitting, viele Suplexen, viele Near Falls. Also das sind einfach so die Sachen, die ich halt sehr gerne mag. Ein Mann, der zurückgetreten ist, Baron von Hagen. Du hattest ein Match gegen ihn. Das hast du gewonnen. Ja. Dann gab es ein Match, das hast du verloren. Also ziemlich ausgeglichene Bilanz. 1-1, leider. Und dann gab es ein Tag Team Match zum Schluss. Ja. Quasi der Abschied von Baron von Hagen. Ja. Gegen die Original Swiss Money Holding. Ja. Claudia Castagnoli und Ares. Was gibt es über Baron von Hagen zu dir zu sagen, der leider schon zurückgetreten ist? Sehr talentierter Wrestler, finde ich. Viele sagen ja, viele Fans sagen ja, hey, er hätte ja so viel erreichen können. Ich bin der Meinung, das weiß man nicht. Aber ich bin der Meinung, Talent war da. Also, wer weiß, wohin er noch gekommen wäre. Und sehr, sehr schade aus persönlicher Sicht. Ein unglaublich netter Mensch und unglaublich disziplinierter Mensch. Es geht also, ich habe ihn damals getroffen, da hat er noch trainiert. Das war mein zweites Wrestling-Turnier in Hannover. Da hat er noch trainiert, habe ich ihn getroffen, sehr respektvoll.
Eigentlich exakt das Rookie-Verhalten, das mir auch beigebracht wurde, hat er gemacht. Und keine Ahnung, sehr schade, dass er aufgehört hat. Also ich hätte noch, die wenigsten wissen, dass ich es war, der ihn on the map geputtet hat, als wir dieses Singles-Match gehabt haben. Und ich war schon irgendwann schon sehr stolz auf ihn. Weil ja, irgendwo habe ich ihm auch sehr in seiner Karriere geholfen. Ich war schon sehr stolz auf ihn. Schade, dass er aufgehört hat. Wirklich. Ja. Der nächstes Match, da gab es noch ein paar Amis, die du zugegen hast. Ian Rotten, Davey Richards, Drake Younger und Chris Hero, der ja mit Abstand, glaube ich, einer der universellsten Wrestler in Amerika ist. Also wenn nicht der Beste, glaube ich, was alle Stile gehen kann. Also würdest du auch sagen, dass Chris Hero das Ausnahmetalent am US Indie Circuit ist? Oder hat auch er was er noch viel arbeiten müsste? Zum Beispiel sein Körper. Ja, okay. Ich liebe Chris. Er ist einer meiner besten Freunde in diesem Business. Ich verstehe mich mit ihm sehr, sehr gut. Aber er muss, vor allen Dingen, er ist ja nicht gerade klein. Ich meine, wenn er jetzt den Körper nutzt, hätte, wäre er optimal. Aber er will halt nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mit ihm jetzt auch nicht darüber wirklich so geredet. Das Thema nervt ihn auch ein bisschen. Dass man mal sagt, geh mal trainieren. Ja. Ich meine, er ist die ganze Zeit mit Claudio unterwegs und Claudio ist eine Trainingsmaschine. Ja. Ja, vielleicht sitzt Chris immer nur daneben oder an der Theke und bringt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber rein wrestlerisch gibt es gar nichts an ihm aus. Ja. Großartiger Wrestler. Er kann mit jedem mitgehen. Kann High Flying, kann Mat Wrestling, kann Gimmick Work, kann alles. Großartig. Und den anderen Amis, Davey Richards, Drake Younger, kurze Worte zu denen. Drake Younger, von einem Kampf kann ich nicht viel sagen. Was ich in dem Kampf gesehen habe, war alles in Ordnung. Könnte noch an seinem Körper halt arbeiten, könnte noch ein bisschen was zulegen. Aber sonst alles in Ordnung. Also kann ich sagen, Davey Richards, großartiges Talent mit einem Riesenkopf. Ja, das sehr arrogant. Das wird auch der Grund sein, weshalb er nicht viel weiterkommen wird. Ich habe Davey Richards persönlich kennengelernt in Charlotte. Er ist dort Trainer, er trainiert dort Rookies und parallel ist George South Trainer und trainiert auch ein paar Rookies und die sind alle der Meinung, Davey ist arrogant und ein Arschloch. Also ich meine, das bestätigt schon eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Ja, wie gesagt, zu mir war er nett. Ja. Aber zu mir sind die meisten nett. Das ist nicht das Problem. Also ich sehe nur, ich sehe die Arroganz bei jemandem, wie er den, der unter ihm steht, behandelt. Und die behandelt er scheiße. Ja. Und wie gesagt, zu mir nett, aber für mich ein Arschloch. Ich meine, wie lange sind sie dabei? 2 Jahre? 3 Jahre? Ja, also so richtig rausgekommen ist er in den letzten 2 Jahren. Jetzt ist er zu Noah gekommen, aber er ist zu Noah gekommen wegen dem Ring of Honor Deal. Nicht, weil sie Davey Richards haben wollten, sondern weil sie gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir den auch mal mit. Ja. Und auch mal einer von Ring of Honor mitkommt. Ja. Und ich denke auch nicht, dass er wieder rüberkommt. Obwohl seine Kämpfe, ich habe sie mir angeschaut, was er bei Noah gemacht hat, ziemlich gut waren. Ich fand sie ziemlich gut. Aber wie gesagt, das Talent, ich sehe Parallelen zu Danny Steger. Okay. Ich sehe Parallelen zu Danny Steger. Talent, supermäßig vorhanden, Einstellung, komplett fehl am Platz. Ja. Ian Rotten, einer Mann, ein absolut erfahrener Mann. Das ist richtig, ja. Du warst ja, das darf ich glaube ich anschwenken, auch dann in Amerika schon, wenn gleich nicht sehr oft. Wie lief es da drüben? Welche Matches hattest du da? Ich habe für IWA mit South zweimal gekämpft, für Coliseum Wrestling, für NWA Wildside und für einige andere, an die ich mich erinnere. Und bei IWA mit South hieß mein Gegner Trick Davis. Trick Davis muss der heißen. Ne? Okay. Und ich habe zweimal gegen den verloren, obwohl er ein Stickman ist. Aber ja, er hat halt Heimvorteil, ich meine. Okay. Was willst du machen? Und Ian selber, ich finde, netter Kerl. Ist halt nicht der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten. Ich finde, er ist halt, wie soll ich sagen, obwohl er ein Worker ist, ist er noch ein Mark. Und er hat mir halt dort drüben halt Arbeit gegeben, deswegen kann ich nicht so viel schlecht zu ihm sagen, aber ich bin der Meinung, dass viele Leute, vor allem im Internet, ihn einfach nur ziemlich overraten. Ja. Weil er eigentlich guter Wrestler, aber das war es auch schon. Nicht für seine Erfahrung. Ich meine, schau dir Leute wie Doug Williams an, Joey Legend, das sind halt die Leute, wo ich halt aufschauen würde, wenn ich ein Nachwuchswrestler wäre und auf keinen Fall Ian Rotten.
Du hattest dann auch noch ein Match, schaue ich gerade. Ja, genau. Die WXW hatte dann ein Tag Team Match und zwar Josh Abercrombie und Absolute Andy gegen dich und Wesley Crowtown. Wie kam es dazu überhaupt? Ich glaube, war ihr da damals schon die Tag Team Champions? Ja, waren wir. Wir waren Tag Team Champs und durften halt gegen Andy und gegen Josh Abercrombie. Ja. Wie denkst du, Wesley Crowtown? Konntest du ihm zumindest Erfahrung mitgeben? Oder ich denke schon, ja. Ich denke, dass er. Viele sehen Parallelen zwischen mir und Wesley. Ich bedingt, nur dass wir beide aus dem Amateursport kommen, heißt nicht, dass wir uns ähnlich sind. Wesley hat Talent, das kann man ihm nicht absprechen. Er ist im Gegensatz zu vielen Leuten der WXW, hat einen Hintergrund. Er kann, wenn er mit jemandem in den Ring geht, kann er wirklich sich verteidigen, wenn es sein muss. Das kann er. Und wie gesagt, der Kampf war okay. Wesley ist halt nicht wirklich erfahren, wenn es um Take-Team-Matches geht. Aber er wird immer besser und ich halte schon eine Menge von ihm. Ja. Was hältst du generell von den Leuten, die sich dann wieder bei der WXW die Köpfe einschlagen oder mit Leuchtstoffröhren bearbeiten? Du gehst einen ganz anderen Stil, du wirst wahrscheinlich kaum ein Match bestreiten, in dem es so zur Sache geht, oder würdest du wahrscheinlich sagen, nee, das mache ich nicht, Jungs. Was hältst du von dieser anderen Sparte? Thumbtack-Jack wäre da ein großes Beispiel. Thumbtack-Jack kann auch anders, also ich würde ihn jetzt nicht nur, er hat sich halt damit einen Namen gemacht, er könnte auch anders. Ist jetzt nicht der beste Wrestler von den Herren, aber er könnte auch anders wresteln. Was soll ich sagen? Ich meine, ich bin der Meinung, das hat nichts mit Wrestling zu tun. In den Ring gehen, Leuchtstoffröhre über den Kopf hauen, in Stacheldraht werfen, hat das nicht viel mit Wrestling zu tun. Hast du jemals im Kampf schon bluten müssen? Nein. Noch nie? Nein. Ja, also bevor uns die Zeit wegläuft, wir haben ja noch einiges zu besprechen, was Japan angeht, möchte ich jetzt hier auch bei der WXW einen Schlussstrich machen. Was waren so deine, sage ich mal, kurzen Highlights bei der WXW, wenn du so zwei, drei Dinge hervorheben kannst, und was hältst du generell vom WXW-Produkt und deine Rolle bei der WXW? Meine Rolle bei der WXW, ich kann den Jungs da nur danken. Durch sie habe ich mich so entwickeln können, wie ich bin. Ich danke der WXW sehr dafür. Meine Rolle, ich meine, ich bin einer der Top-Player dort, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und die wichtigsten Kämpfe meiner Karriere habe ich dort bestritten. Das Nummer 1 war gegen Doug Williams, mein erster wirklicher Einzelkampf gegen Doug Williams, um den FWA Heavyweight Title. Dann gegen Takashi Sugiura, das war der GHC Junior Heavyweight Championship. Und das letzte, jetzt im letzten 16-Karat-Turnier gegen Go Shiozaki, da wo wir Go und ich zeigen konnten, wie sehr wir uns entwickelt haben. Mhm. Das sind für mich so die Eckpfeiler meiner Karriere gewesen. Und ich danke der WXW sehr. Und ich finde, sie machen das, was sie machen, machen sie großartig. Ich finde, die WXW wird von Oldschool-Leuten fertig gemacht, aber ohne die WXW gäbe es keinen Murat Bosporus, so wie ihr ihn jetzt kennt. Denkst du, dass die WXW irgendwann einmal sich auch, sage ich mal, Mainstream-mäßig etablieren könnte, oder wird die WXW jetzt so bleiben und mit diesem, sage ich mal, Stammpublikum, sage ich mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiter sage ich mal, am Leben halten? Ich denke, dass sie weitergehen werden. Ich denke, dass sie versuchen werden, Mainstream zu gehen, aber sie müssen halt dieses Spagat schaffen, diese Hardcore-Fans zufriedenzustellen und trotzdem noch Mainstream zu gehen und versuchen, mehr Zuschauer anzuziehen. Ist es überhaupt möglich, weil im Prinzip ja, sie wollen unbedingt die Fans direkt am Ring stehen haben, das wird im Mainstream gar nicht möglich sein. Und das Zweite ist vielleicht, sich aus diesen Nightclubs von den Location mäßig zu verabschieden. Ich denke, das ist möglich. Und vor allen Dingen, wer sagt, wenn das bei Mainstream das nicht möglich ist, dass Leute am Ring stehen? Ich denke, das ist aber das Besondere an der WXW. Ist es nicht gefährlich? Ich denke, ja, klar, wird natürlich Auflagen geben. Aber ich denke, wenn man die Zuschauer darauf aufmerksam macht, auf der Eintrittskarte schreibt, hey, auf eigene Gefahr, dann werden halt nur die Hardcore-Leute am Ring stehen. Und die, ja, das genießen wollen, werden halt hinten hinter der Barrikade sein und das halt von Weitem genießen. Ich glaube,
Ich glaube, die PWA gibt es noch dazu erwähnen. Das ist richtig, ja. Ich war bei der PWA, bei der DWA, bei der EPW von Eddie Steinblock war ich. Also eigentlich in jeder deutschen Promotion, die es gibt. Hast du irgendeine deutsche Promotion in Erinnerung, wo du gesagt hast, für euch möchte ich eigentlich nicht mehr so schnell antreten, oder gab es da irgendwelche negativen Sachen mit den Bookern und den Leuten, die verantwortlich waren? Eigentlich nicht. Die einzige, na gut, Liga, die ich halt sagen kann, Promotion, die ich sagen kann, ist die MWA, aber das ist halt eher eine Backyard-Liga. MWA? Ist die auch, ja. Die ist in Deutschland? Die ist in Deutschland. Ah, das sagt mir jetzt. Das ist richtig, ja. Für die, die haben mich mal einmal gebucht, dann bin ich halt hin und dann hieß es, sie können mich halt für einen Kampf nicht bezahlen, aber ich kann halt Leute trainieren. Dann habe ich angefangen, die Leute zu trainieren. Das waren halt schon die Wrestler, die dort kämpfen. Also das waren schon, sollten eigentlich Leute sein, die schon ihr Handwerk können, wenn sie in den Ring steigen. Und also das war wirklich, ich habe wirklich so lange gebraucht, bis ich denen mal einfach nur einige Basics beigebracht habe. Mhm. Und das wäre halt so eine Liga, wo ich sagen würde, hey. Ohne mich. Ohne mich, ja. Mhm. Wie gesagt, wenn sie sich entwickeln, dagegen, aber so wie es jetzt ist, nein. In England warst du, glaube ich, schon des Öfteren auf Tour. Mhm. Kannst du da kurz noch grob erzählen, bei wem du da angetreten bist, und gab es da irgendwelche wrestlerischen Highlights? Ich habe für FWA, für die damalige, gekämpft und ich war mit All-Star Wrestling unterwegs, und Highlights waren für mich an sich All-Star Wrestling. Denn da zum Beispiel 7 Tage durchgehend, jeden Tag 2-mal kämpfen oder jeden Tag gegen Robbie Brookside kämpfen, jeden Tag wirklich, Tag gegen Doug Williams kämpfen. 10 Tage am Stück, jeden Tag gegen Doug Williams, das kann, zum Beispiel sowas. Das ist sicher ein Vergnügen, ja, denke ich mal. Da lernt man eine Menge, da lernt man unglaublich viel. Und jedem deutschen Talent, der Interesse hat, Wrestler zu werden, der das Herz hat, empfehle ich, macht eure Ausbildung und dann schaut, dass ihr nach England kommt und dort lernt. Ja, da ist ja zum Beispiel jetzt Bad Bones. Der hat ja, glaube ich, einen Sprung nach England geschafft, wenn auch durch seine, glaube ich, private Beziehung. Mhm. Denkst du, dass er dort bleiben wird so in der nächsten Zeit? Oder glaubst du, dass er durch das private Glück nur dort jetzt einmal ist? Das kann ich nicht sagen. Ich finde, Bad Bones ist okay. Ich finde, er hat einen Körper. Bad Bones ist also wirklich okay. Ich finde ihn overrated, weil er einfach noch nicht so weit ist. Ich sehe halt noch sehr, sehr viele Fehler in seinen Kämpfen. Ich habe zum Beispiel seinen Kampf gegen Go Shiozaki beim 16. Karat-Turnier, ich glaube, es war der 3. Tag, habe ich gesehen, und ich muss sagen, der ist noch nicht bereit für solche großen Matches. Er wird halt ein bisschen zu overpushed, aber er hat sich auf jeden Fall verbessert, seit er in England ist. Das kann ich sagen. Netter Kerl, absolut netter Kerl, kann nichts gegen ihn sagen. Aber ich finde einfach nur, dass man das Leute nicht überschätzen. Würdest du irgendwelche englischen Wrestler hervorheben, sage ich mal, wenn man jetzt, wir haben jetzt den Großteil der deutschsprachigen Szene schon behandelt, wer sticht jetzt in England so raus von den Allroundern? Doug Williams haben wir schon gehabt. Okay. Wer wäre noch so da? James Mason ist einer der besten Wrestler, die ich kenne, die in England oder europaweit auftreten. Großartiger Wrestler, also wenn ich auf derselben Card bin wie er und dann kämpfe ich gegen James, dann bin ich einfach nur glücklich, weil ich weiß, hey, ich kämpfe gegen James. Ja. Und das wird ein guter Kampf, das weiß ich schon von vornherein. James ist großartig. Robbie Brookside würde ich nennen. Brookside ist großartig. Da gibt es einen Wrestler, der heißt Styx, heißt er. Ja, den kenne ich nur vom Lesen. Kennen die wenigsten. Ich habe ihn vor 3 Jahren, habe ich gegen ihn bei FWA gekämpft. Sehr, sehr großes Talent. Könnte echt was aus sich werden. Ich weiß nicht, wie er sich jetzt entwickelt hat. Damals, als ich gesehen hatte, war gerade mal ein Jahr dabei und war echt schon großartig. Und ich denke, Brookside, aber ich denke nicht, dass ich ihn nur aufführen muss, weil Brookside spricht für sich selbst. Ich denke, zu ihm muss ich auch nicht mehr viel sagen. Und ich denke, das war's. Dann gibt es ja genug Highflyers, die in England rausgekommen sind. Johnny Storm ist so mit Jody Fleisch, glaube ich, so der Pionier bei den Highflyer Cruiserweight Wrestlern. Jetzt ist einmal nachgekommen Pac. Wie würdest du überhaupt diese Leute vergleichen mit Pac? Geht der jetzt noch einen besseren Stil oder hat er auch noch viel zu lernen, wenn man jetzt zum Beispiel Pac und Johnny Storm vergleicht? Natürlich hat Pac viel zu lernen gegenüber Johnny Storm, denn Johnny ist ja schon viel, viel länger dabei. Ich würde sagen, Pac ist der beste Highflyer momentan, den wir haben. Ja. Pac ist vielleicht sogar weltweit.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in Japan ein paar bessere, ich weiß nicht, aber. Also, High-Flying-technisch ist er großartig. Und im Gegensatz zu anderen High-Flyern, wie Xtreme, würde ich sagen, Puck versucht auch zu lernen. Puck versucht nicht nur zu sagen, hey, ich bin Highflyer und ich will das nur machen, sondern Puck versucht auch auf dem Boden zu lernen. Er versucht auch Mat Wrestling zu lernen. Er versucht auch wirklich das Wrestling zu lernen, weil er weiß, damit, was er jetzt macht, wird er die Leute beeindrucken. Aber wenn er irgendwann älter wird, wenn er irgendwann mal sich verletzt, kann er das nicht mehr machen. Deswegen muss er auf Mat Wrestling umsteigen. Ja. Und irgendwann wird er auch den Leuten auch langweilig. Ich meine, zum Beispiel, ich gehe jetzt zurück zu Xtreme. Kein großer Fan von dem Kerl. Ja. Xtreme hat in jedem Match seinen Highflying gezeigt. Irgendwann wurde den Leuten langweilig. Dann wurde immer weniger gebucht. Dann hat er aufgehört. Dann hat er ein Jahr oder so aufgehört. Oder eineinhalb. Ist wieder zurückgekommen. Jetzt finden alle wieder toll. Und bald finden sie wieder schlecht. Dann geht er wieder. Aber Puck oder Leute wie Doug Williams oder Leute wie ich oder wie Joe, die bleiben halt immer. Und wir bleiben durchgehend im Business. Und das ist halt Leute wie Xtreme. Und ich denke, Puck geht den richtigen Weg. Ja, gibt ja noch andere Länder in Europa, Holland, Frankreich zum Beispiel. Du hast eigentlich in ganz Europa schon Auftritte gehabt. Ja. Ist in Frankreich die Szene anders oder denkst du, dass die Szene hinten nach ist, nach Deutschland und England zum Beispiel? Die Szene in Frankreich ist anders, denn die meisten, ich habe schon für, es gibt drei große Verbände in Frankreich. Das ist FSF, Eurostars und ICBA. Ich habe für alle drei gearbeitet. Ich würde sagen, die traditionellste ist Eurostars und die meisten sind keine Wrestling, wirkliche Wrestling-Crowd, sondern meistens local, dass du halt hingehst, also vor allem Eurostars und einfach nur Leute, die kennen halt Wrestling vom Fernsehen und schauen sich halt eben die französischen oder die weiß nicht, türkischen oder deutschen Heroes oder die Bösewichte halt an. Und FSF, also ICWA, für ICWA habe ich viermal oder so gekämpft und ICWA ist halt, versucht halt mehr so ein Produkt wie in Deutschland aufzubauen. Ich vergleiche sie immer ganz gerne mit einer französischen PWA, weil sie halt eben ganz gerne halt fast ausschließlich Vollprofis buchen und die machen ihren Weg, leider ein bisschen zu wenige Veranstaltungen im Jahr. Und der FSF, die ist halt eine kommende Liga, die wird halt jetzt bestimmt irgendwann mal in den nächsten Jahren kommen, aber sie legen halt mehr ihren Schwerpunkt auf Frauenwrestling. Das FSF und Queens of Chaos wird ja von demselben Promoter betrieben. Und ich denke, die Szene dort, es gibt weniger Wrestling-Marks in Frankreich als, also Smart-Marks, ja. Weil ich nicht an Smart-Marks glaube, als in Frankreich als in Deutschland. Holland, die Szene, die ein wenig, sage ich mal, eigen ist. Booking ist nicht immer, es ist nicht immer ernst zu nehmen, das Ganze. Was fehlt der holländischen Szene? Fehlen der einfach die heimischen Talente? Ja, Profis. Ja. Holland, ich kenne keinen echten Profi in Holland. Ich weiß nicht, ob Sal Balomo noch in Holland lebt, ich weiß nicht. Der ist Belgien, glaube ich. Belgier, okay. Auf jeden Fall, aber er hat die Holländer trainiert, soweit ich weiß. Er hat einige trainiert. Also Serbelomo wäre der einzige Profi, der mir jetzt einfallen würde aus der Gegend. Aber in Holland ist sehr, also Tommy Ant vielleicht. Ja. Der könnte eine Zukunft vor sich haben. Der baut seinen Körper auf und sobald er einen Körper hat, hat er eine Zukunft vor sich. Wesley vielleicht. Muss noch weiter an seinem inneren Können halt eben arbeiten, an seinem Feuer, an seinem Charisma an sich gesehen. Was hältst du von Pollack? Adam Pollack, zu dem wollte ich gerade kommen. Wenn es einen gibt, der den Sprung schaffen könnte, wäre es Adam. Ich finde, Adam ist großartig. Das ist der Einzige, wo ich sagen würde, in Holland, der ist großartig. Was ist mit Rico Bushido? Halte ich nicht viel von ihm. Nee. Nein, ich bin der Meinung. Er wäre doch der geplant gewesen als der Savior auf WXW. Wie kamen die Leute auf die Idee? Waren da alle? Wissen die WXW? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Rico kam mal zurück, hat ein Jahr Pause gemacht, ist irgendwie in Puerto Rico war er, glaube ich mal, und ist halt durch Südamerika gereist und kam zurück, war dann auf einmal statt Rico Suave Rico Bushido. Keine Ahnung. Also okay, gar nicht so wichtig eigentlich. Nicht wirklich wichtig, nein. Ja, okay, dann du warst doch in der Schweiz. In der Schweiz hast du schon gerungen, glaube ich. Ja. Nicht so oft, aber die haben ja nicht sehr viele Shows. Drei oder vier Mal. Ja.
Schweizer ähnliche Szene, die hinken irgendwie hinten nach. Schweiz ist Wrestling technisch leider tot. Ja. Ich habe keine Ahnung warum, sie haben einige gute Talente, sie können Leute aus Deutschland holen, keine Ahnung warum, aber die ist leider Wrestling technisch tot, denn ich habe mal irgendwann mal für 25 Leute gekämpft oder sowas. Ja. Ja. Jamie Gardner zum Beispiel, einer, der sicherlich hervorzuheben ist vom Talent, Steve Allison. Ja, auf jeden Fall. Das wären aber auch schon die einzigen, die nach der Swiss Money Holding zu erwähnen wären. Nicht Siggy vergessen. Ja, okay. Wobei ich Jamie Gardner sogar vor Steve Allison sehe. Ich weiß, dass er einige persönliche Probleme hatte mit einigen Leuten. Okay, das ist deren Sache, aber man muss immer unterscheiden zwischen Privatleben und Business. Und im Business gesehen, fürs Business ist er gut, denn Jamie hat einen guten Körper, hat Steve natürlich auch. Aber ich finde, Jamie wirkt mehr wie der komplettere Wrestler. Ja. Hat mehr Charisma, finde ich. Und ich würde mich freuen, gegen ihn zu kämpfen. Ich würde mich auch freuen, ihn mal wieder öfter in Deutschland zu sehen. Die österreichische Szene, da muss ich ja mich ja quasi, ich bin ja nicht nur Interviewer hier, ich bin ja auch selbst Promoter. Das weiß ich mal. In Österreich bist du auch schon so gut bei jeder Liga und jeder Liga, muss ich da wieder sagen, jeder... Es gibt nur drei in Österreich. Naja, es gibt ja auch die Liga, wo du eigentlich da damals, glaube ich, sogar Champion warst. Fangen wir bei dieser sogenannten Liga an. Okay. Du hast dort, glaube ich, mehrere Matches gehabt. Ja. Was sagst du generell zu der WSA? Grauenhaft, sage ich. Ja. Ich war dort, ich bin Wrestler, wenn man mich bezahlt, gehe ich hin. Okay. Und ich meine, wie viel Wahl hatten sie? Die mussten mich zum Europameister machen, wenn ich dort regular auftrete. Ich meine, ja. Nicht viel große Wahl. Ich war der einzige Profi dort im Roster. Und grauenhaft. Also von der Organisation hin bis zum Ring, dann der Promoter, also alles grauenhaft. Grauenhafte Sache. Und wirklich erschreckend, dass die auch noch Leute trainieren. Ja. Das ist erschreckend. Kannst du dich noch erinnern, welche Matches du gehabt hast? Ich glaube, einmal war es... Mr. Austria, genau. Hatte ich mal, dann hatte ich... Und gegen den Preacher, glaube ich, dieses Title-Match. Genau. Und das war, glaube ich, der Tiefpunkt deiner Karriere, was du an Gegnern... Ja, ich fand es lustig, ich fand es wirklich lustig, weil ich fand Preacher einfach... es war amüsant, dass der Champion war. Ja. Das war sehr amüsant, weil ich mir einfach überlegt habe, ich weiß nicht, ich meine, der Kampf war ja nicht wirklich lang... Und er konnte ja auch nicht wirklich viel gegen mich zeigen. Ich meine, ich habe im Prinzip gemacht, was ich will mit ihm. Ja. Und normal mit einem Champion dürfte ich das nicht tun können. Nein. Und keine Ahnung, und Mr. Austria war halt, naja, Mr. Austria halt, ich meine. Ja. Unter Mr. Austria stelle ich mir einen 1,90, 1,95 großen braun gebrannten Bodybuilder vor. Ja. Und da stand vor mir ein, was weiß ich, 1,75 großer, speckiger, kasig, weiß, untalentierter. Und da denkst du dir auch so, okay, du bist Mr. Austria, alles klar. Und der war auch kein Riesenproblem für mich. Gab es da noch was? Warst du noch mal dabei bei einem? Ich glaube, das war's. Das war's, glaube ich. Das war's, ja. Dann habe ich doch wichtigere Bookings. Wie kam es dann zu dem Title-Loss wieder? Warst du da überhaupt, warst dir das ziemlich egal? Ich glaube... Die haben sie ja quasi den Titel einfach... Also das war eine lustige Geschichte. Das war die Sache mit Danny. Das ist passiert. Irgendwie ist Danny Steger dann rübergefahren. Und der Kerl hat mich noch, ich glaube, 4 Tage bevor ich diesen Rückkampf gegen Preacher oder so gehabt habe. Ein Retourkampf? Genau. Hat er zu mir gesagt, hey, alles in Ordnung, Flug ist gebucht und so weiter, okay, habe ich gemeint. Und dann einen Tag davor, und das war das Wochenende, wo das mit Danny Steger passiert ist, kam das Wochenende, wo das passiert ist, und dann einen Tag vor der Veranstaltung ruft er mich an und sagt, hey, du, das Budget reicht nicht. Das ist toll. Und das ist halt für mich, ich meine, das weiß man noch vorher, was das ist. Ja, das weiß man. Das weißt du als Veranstalter am besten. Ja. Und dass du buchst mich ja, was weiß ich, ein halbes Jahr vorher. Ja. Das genau, und dann bin ich auch dort. Und das war halt für mich so ein bisschen okay. Aber wie gesagt, ich meine, ich bin der Meinung, dass mir dieser Titel nichts bringt. Genau. Sondern ich habe diesem Titel was gebracht. Ja. Da sind sie selber schuld, wenn sie das dann dem Wege handeln. Ja. Riot Gas Wrestling Alliance ist dann schon ein bisschen professioneller, das Ganze. Ja, auf jeden Fall. Da warst du auch schon öfters. Ja. Ich will jetzt nicht ganz ins Detail gehen, aber ich glaube, eine Veranstaltung, wo du immer over bist, ist dieses Fest am Allerheiligenplatz. Allerheiligenplatz, ja klar. Da warst du zweimal schon dabei, oder? Dreimal sogar. Dreimal schon. Ja, dreimal. Und wie, erzähl mir da kurz deine Eindrücke. Wie, großartig, ich meine,
Ich meine, ich bin ja relativ ober bei den Fans, egal wo ich auftrete, aber da bin ich halt schon extrem ober. Ich meine, wenn der Name Murat Bosporus und dann 3000 Leute oder was das sind, oder 1000 Leute oder was das sind, dann deinen Namen schreien, türkische Flaggen überall sind und du danach noch nicht mal in Ruhe zum Hotel gehen kannst, weil die dir immer noch bis dahin folgen, das ist schon übel. Ja. Aber ja. Ich finde das großartig, das ist besonders Wrestling. Ja. Ich finde das großartig. Also das Produkt RWA selbst geht schon in die Richtung, wenn du sie vergleichst mit EWP und PWA. Auf jeden Fall. Sie achten darauf, dass da Profis drin sind, sie achten darauf, dass halt wirklich Leute mit Körper dabei sind, und ich finde das eigentlich ein guter Weg. Ja. Was hältst du generell von meinem Produkt, Rings of Europe? Ich probiere ja auch immer... Ganz schlecht. Ja, danke. Okay, wir sperren nächste Woche die Liga zu. Nein, aber sage ich mal, ich bin ja auch einer, der sehr viel probiert. Wir haben ein sehr, sage ich mal, breit gefächertes Produkt. Gehen ein bisschen so in die Richtung GSW. Wir quatschen halt weniger und brauchen auch keinen Steve the Chief und einen Präsidenten. Ja. Aber ich glaube, du hattest bei uns auch relativ gute Matches. Wir hatten dich einmal sogar gegen einen Japaner eingesetzt, gegen Taichi Ishimori. Das war, glaube ich, dein einziges Match gegen den Herrn. Oder bist du in Japan dann auch noch einmal auf ihn getroffen? Nee. Gegen Ishimori habe ich nur bei dir gekämpft. Also, Marufuji habe ich doch. Ja, Marufuji im Three-Way, das war, glaube ich, dein erstes Aufeinandertreffen mit Marufuji. Ja. Die Fans hatten damals waren sehr begeistert von dem Match. Das Einzige, sie hatten der Meinung, das war viel zu kurz gegen Ishimori, sie wollten einfach mehr sehen. Mhm. Naja, der Mann wiegt halt. Vielleicht nächstes Mal. Du hattest dann noch mal ein Match gegen Ares, das wollten wir auch noch, sage ich mal, als Strafgabe, den Mann, den du eh sehr, sehr gut kennst. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Notizen gemacht hier. Bei deinem allerersten Auftritt hattest du sogar zwei türkische Partner, oder einen türkischen Partner in dem Fall, Barış Günay. Das war dieses Ding. Die Swiss Money Holding, ja, gegen Chris the Bambi Killer, Michael Kovac und Matt Summers. Michael Kovac haben wir schon gesprochen, du hast gesagt, er ist einer der Top-Leute in Europa. Chris the Bambi Killer, bevor wir ihn vergessen, was sagst du zu ihm? Also Bambi, finde ich, kann sich großartig vermarkten, hat gutes Wrestling-Talent und momentan würde ich sagen, einer der Vorzeigeleute, die ihr in Österreich habt. Und wie gesagt, ich meine, er war in Japan, hat den WWE-Tryout, was ich denke nicht, dass er das hätte, wenn er nicht so gut wäre wie die Leute, wie er halt eben auch von sich selber meint. Denkst du, er ist jetzt der typische Mann für die WWE, weil er ja vielleicht ringerisch nicht so viel zeigt, aber halt einfach eine Ausstrahlung hat und einen Körper? Hätte ich gedacht von meinem Tryout, ja. Ja. Jetzt nach meinem Tryout würde ich sagen, die WWE achtet sehr darauf, dass du was kannst. Und die WWE... Klar, natürlich, sie werden eher, wenn zwei Leute gleich gut sind, aber der eine 1,90 groß ist, ein Bodybuilder-Figur, der andere ein bisschen kleiner, aber halt normale Statur, athletische Statur, werden sie den Bodybuilder immer nehmen. Ja. Das ist klar. Aber ich denke, es gibt nicht diesen typischen Wrestler für die WWE. Ich denke, das gibt es nicht. Ja. Ich denke, das ist bloß das Hirngespinst von Workern, die da nicht reinkommen, und von irgendwelchen Internet-Marks, die halt, denke ich, sich halt so dadurch ihre Welt erklären. Mhm. Bevor wir zur WWE kommen, gibt es ja noch ein paar andere Leute in Österreich. Big Van Walter zum Beispiel. Er ist sicherlich das momentan größte Talent. Hat vor einem halben Jahr, glaube ich, einen Kontakt mit einem japanischen Promoter hergestellt. Mhm. Was sagst du zu seinem Weg, den er bis jetzt gemacht hat, und die Chance, die in Japan, die kriegen ja auch nicht viele. Ja, was sagst du zu ihm selber? Gefällt mir sehr gut, wie sich entwickelt. Ich finde, er muss halt noch ein bisschen, der Körper stimmt auf jeden Fall, vielleicht noch ein bisschen mehr Muskelmasse, aber ich finde einfach optimal, er ist sehr respektvoll. Also zumindest zu mir ist er sehr respektvoll. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht mit irgendwelchen Rookies beobachtet. Er ist so, sehr solide, alles was er macht ist also sehr gut trainiert, das sieht man, dass er sehr gut trainiert ist. Er hat ja auch bei Kovac vorher trainiert, soweit ich weiß. Ja. Und dann war er bei Zero One. Also ich finde, einer der kommenden Leute in Österreich. Ich würde sogar sagen, momentan das Top-Talent in Österreich. Mhm. Denkst du, welches Produkt in ganz Europa, ja, wird sich früher oder später Mainstream-mäßig im TV etablieren können? Oder gibt es da momentan gar nichts? Oder denkst du, dass es muss was ganz Neues her, dass man Wrestling europaweit als europäische Liga im TV, ist das möglich?
Ich denke, das ist möglich, ja. Ich meine, wenn man sich jetzt das anschaut, du kennst es schon länger als ich, wenn man sich das Euro-Wrestling vor, weiß ich nicht, vor 8 Jahren anschaut, wie sich das bis jetzt entwickelt hat, das ist ja schon, wir haben richtig gute Talente heutzutage. Ich meine, auch Leute, die halt nachkommen, also es ist auf jeden Fall was da. Ich denke, ich würde jetzt keine Liga einzeln nennen, aber ich denke, wenn wir die Ligen zusammenarbeiten würden, wenn die sagen würden, hey, ja, lass mal zusammenarbeiten, lass mal ein riesiges Roster machen, ja, dann denke ich, das ist auf jeden Fall. Da müsste wahrscheinlich auch sehr viel Geld her, das Geld als ein Sponsor wahrscheinlich. Aber die schaffen doch, ich meine, die ganzen Wrestling-Promotions, die schaffen doch Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, allein. Ja, ja. Und was würde passieren, wenn sie sich alle zusammentun würden mit ihren Budgets, mit allem, was würde dann passieren? Hm. Dann hätte man Geld für alles. Dann könnte man sagen, hey, gut, dann könnte man eine riesige Veranstaltung machen, zu einem Fernsehsender schicken, weiß ich nicht. Ich bin momentan sehr medienpräsent, dadurch, mit mir könnte man werben, mit Leuten wie Bambi könnte man werben, mit Leuten wie Kovac, mit Leuten wie Andy könnte man werben, mit Ares, mit Leuten wie Cannibal Grizzly könnte man werben, weißt du, Erik Schwarz, solche Leute, und ich bin mir sicher, dass wir ein Fernsehprodukt hinkriegen würden, aber ja, dazu wird es halt nie kommen, weil da gibt es dieses große Wort, das nennt sich Ego. Ja. Und davon haben wir leider alle viel zu viel. Ja, ja, WWE, ein Thema, das ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Du wurdest wann genau von der WWE kontaktiert und wann hattest du dann deine ersten Kontakte und Tryouts? Ich wurde etwa 3 Monate vor meinem Tryout, das war, müsste Januar sein, wurde ich kontaktiert. Das erste Mal kam halt eine E-Mail von Bucci. Der hat gemeint, hey, der hat was gesehen von mir und der würde ganz gerne mal halt eben mich mal sehen. Dann kam er lange Zeit nichts, dann habe ich ihm geschrieben, er hat nicht geantwortet. Irgendwann habe ich meinen Trainer Tony Sinclair halt angeschrieben und gesagt, ob er was machen kann, vielleicht über Finlay. Dann hat er Finlay angerufen und innerhalb einer Woche hatte ich dann mein Tryout. Und wo war das Tryout genau? Das erste Tryout war in München, das zweite 2 Tage später in Oberhausen. Hm. Wie sieht das aus? Du kommst dann in die Halle, der Ring steht wahrscheinlich schon, oder? Nein. Das hat mich so an Euro-Wrestling mal wieder erinnert. Wirklich, ja. Du gehst hin und die sagen zu dir, hey, sei um 12 da, wir wollen ziemlich zügig das Tryout machen. Du gehst hin, bist um 11:45 da und der Ring steht noch nicht mal. Bis 2 Uhr wartest du, der Ring steht immer noch nicht. Um 4 Uhr, die Veranstaltung fährt um 7 Mann oder so. Ja. Um 4 Uhr kommen dann langsam die Ringteile an, werden langsam aufgebaut und dann irgendwann kommen die ersten Road Agents. In meinem Fall war es halt Mike Rotundo und Ricky Steamboat. Komm halt an, dann redest du halt mit denen, die schauen auf eine Liste, ob du überhaupt da sein darfst und dann sagen die zu dir, hey, zieht euch um, wenn der Ring steht, zieht euch um und dann ab in den Ring. Und dann machst du halt einen Kampf. Du hattest gegen wen nochmal die Kämpfe? Ich habe gegen Absolute Andy habe ich gekämpft. Der hatte auch einen Tryout dort. Gegen Santino Marella. Dann trainiert habe ich mit Umaga und auch Ric Flair war da. Hm. Ja. Und wie ist der Unterschied jetzt zu dem großen WWE-Ring und den Euro-Ringen, sage ich mal? Der ich in Noah-Ring gewohnt war. Der ist auch groß. Ja, selbe Größe. Ja. Selbe Größe. Deswegen, und fantastischer Ring, perfekter Ring. Super, auch zum Bumpen wahrscheinlich. Perfekter Ring. Ja. Besser geht's nicht. Und nach deinem Tryout, wie kamen die Leute dann auf dich zu? Wer kamen Komplimente natürlich? Wir hatten, also auf jeden Fall, wir haben ein Match gemacht und dann haben halt Leute wie, also Shawn Michaels stand draußen, Ric Flair stand draußen, Umaga, der Manager von Umaga, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Estrada oder so ähnlich. Genau, der stand da. Marella stand dann auch draußen, Val Venis, Ricky Steamboat, Mark Rotundo, und die haben nach unserem Match halt eben geklatscht. Mhm. Und Ricky war also von mir sehr begeistert. Der fand, dass ich, also seiner Meinung nach, würde ich sofort einen Vertrag kriegen von ihm. Mhm. Und ich meine, sie waren so begeistert, dass sie gesagt haben, okay, hey, wir würden das ganz gerne auf Tape aufnehmen. Könnt ihr 2 Tage später nochmal nach Oberhausen kommen? Und glücklicherweise hatte ich dann WXW-Booking und es war dann optimal. Dann bin ich direkt nach der WXW halt eben zur WWE gegangen. Mhm. War auch ein lustiger Unterschied dann. WXW zu WWE gehen. Da war das, welcher Gegner war dann da in Oberhausen? In Oberhausen habe ich nur einen Kampf gegen Absolute Andy gegangen. Das heißt, diese Tryouts finden eigentlich nur vor den offiziellen statt? Richtig, ja. Die schauen halt. Also der nächste Step wäre dann ein Dark Match. Genau, das wird so, also nach dem Stand, den ich jetzt habe, wird es im Oktober stattfinden. Mhm. Ja.
Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück und hoffen natürlich, dass jetzt endlich mal ein Deutscher oder, sage ich mal, einer, der nicht aus England kommt, ein Engländer, da haben wir ja schon genug, die da drüben jetzt unter Vertrag sind. Und wie gesagt, das größte Kompliment, das da kam, war, dass Ricky Steamboat gesagt hat, dass ich ein großer Zusatz für ihre Company wäre. Ja. Und dass nachdem die weg waren, der persönliche Assistent von Johnny Ace vorbeikam und gesagt hat, dass sich bald bei uns jemand melden wird. Und bei mir hat sich wirklich jemand gemeldet, deswegen, ja, denke ich mal. Wir werden sehen, was passiert. Ich meine, man weiß im Wrestling, weißt du selber, weiß man nie, was passiert. Aber ja, ich hoffe halt das Beste und ich würde auch sehr gerne arbeiten, natürlich. Also eine Nation wäre natürlich eine Traumnation oder eine Traumpromotion für jeden Wrestler, ist natürlich die WWE. Aber ich glaube, kurz gefolgt nach diesen Promotions aus Amerika ist natürlich das Land Japan. Wir haben jetzt noch genau ca. 27 Minuten, aber ich denke, Japan könnte sich auch relativ kurz behandeln lassen. Ich habe schon einiges gesehen. Kurz ein Eindruck, wie kam es zu dem Kontakt mit Noah? Nach meinen Kämpfen bei der WXW mit den Noah-Leuten waren die halt recht begeistert von mir. Dann haben sie irgendwann mal Doug Williams gefragt, ob er irgendwelche guten Europäer kennt, weil sie eine Europatour haben möchten für Oktober 2006. Und Doug hat halt gemeint, ja, gibt es halt Leute, die ihr halt bevorzugt, dann fiel halt mein Name. Also ich war der Erste, den Doug Williams vorgeschlagen hat, und ich war auch der Erste, den das Noah Office genannt hat. Also anscheinend habe ich sie mit meinen Kämpfen hier gegen Ogawa und gegen Shiozaki halt sehr überzeugt. Mhm. Dann gab es damals, da muss ich meine Promotion erwähnen, gab es damals schon Kontakt mit dir, weil du standest ja, glaube ich, mit Maro Fuji und Doug im Ring. Wurden da auch schon ein wenig aufmerksam auf dich, oder war es da mal so, wir schauen uns mal diese ganzen Europäer an? Genau so. Sie haben gesagt, schauen wir uns mal an. Und vor allen Dingen bedeutet für sie so Three Ways und sowas oder Tag Team nicht so wie ein Einzelkampf. Einzelkampf ist in Japan was Besonderes. Ja. Du hattest 17 Matches, hast du mir vorher gesagt, in Japan. Ja. Bei der Tour, die fand im Herbst 2006 statt. Genau. Waren da die Matches viel herausragender und besser als du die Matches, die du in Europa gehabt hast? Oder kannst du sagen, da gab es auch schlechte und gute? Natürlich gibt es auch schlechte, aber das Problem ist halt, es gibt das Schlechte für Noah, also immer noch großartig für Europa. Ja. Deswegen, und es kommt auch immer darauf an, wer gegen wen kämpft in Europa. Das kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Die Noah-Matches und die ganze Noah-Tour war einfach in der Hinsicht großartig, weil du eigentlich nur Profis im Team hattest. Du hattest niemanden, der nicht wusste, was er macht. Selbst die Rookies, die waren schon für mich Profis. Weil die auch immer, weil sie sehr respektvoll waren, wussten, was sie machen, wussten, was sie nicht machen dürfen. Also die perfekte Liga. Wenn ich eine perfekte Liga irgendwo sagen könnte, wäre es Noah. Also man kann sagen, dass sich jede Liga von dieser japanischen Liga eine Scheibe abschneiden kann und das Vorbildfunktion. Ja. Alles hat das liegt wahrscheinlich an der Mentalität der Leute. Gut möglich, ja. Sie sind halt sehr disziplinierte Menschen, sind sehr bescheidene Menschen. Das ist natürlich das. Kommt dem Wrestling natürlich zugute. Da war alles organisiert. Da war die Fahrt zur Veranstaltung, die Rückfahrt zum Hotel, der Flug, das Essen, da war alles perfekt durchorganisiert. Und alles bezahlt, was ich so weiß. Da kriegt man Food-Tickets oder sowas. Ja, Food-Tickets bei Noah nicht, aber ich glaube, du warst bei New Japan. Aber zum Beispiel, wir wurden halt öfter zum Essen eingeladen und sowas. Ja. Aber sonst alles perfekt organisiert und natürlich, wenn man, sagen wir mal, 5 bis 6 Touren im Jahr hat, dann kann man das sehr wohl mit einem WWE-Gehalt vergleichen. Ja. Und wie würdest du die Crowd einschätzen, also die Zuschauer? Ist es eine ganz spezielle, von den Reaktionen her, ein ganz spezielles Publikum? Ja, auf jeden Fall. Also ganz anders als die Ami-Crowd oder europäische Crowd. Viel ruhiger, aber auch viel respektvoller. Sie respektieren großartige Aktionen, sie respektieren große Kickouts. Und sie respektieren Fighting Spirit. Mhm. Wird in Japan sehr, sehr groß geschrieben, Fighting Spirit. Und ja, also für mich großartige Crowd. Also es gibt nicht unbedingt, es gibt da drüben überhaupt ein Mark, richtig, dieses Mark-Publikum, das wir von der WXW kennen? Natürlich, lustige Geschichte. Gibt's auch, natürlich. Natürlich, lustige Geschichte. Wir sind am ersten Tag in Tokio angekommen. Und da kam dann auf einmal so ein Fan, der Aris und mich nach Autogramm gefragt hat, weil er sich schon im Internet, wie jeder andere Mark auch, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, sich erkundigt hat nach uns und wer wir sind und hat mitbekommen, dass Aris halt damals und jetzt noch WXW Heavyweight Champion ist und hat mitbekommen, dass ich einer der Top-Player dort bin und wollte für uns Autogramme haben.
Und das ist für mich schon sehr markig, muss ich sagen. Und sowas gab es schon öfter. Ja. Könntest du dir vorstellen, in diesem Land zu leben, wenn du mal wirklich eine fixe Anstellung hast bei einer japanischen Liga? Ja, könnte ich. Ich könnte mir gut vorstellen, dort zu leben. Ja. Ricky Marvin, der ist ja von aus Mexiko nach Japan gezogen, als er halt eine Festanstellung bei Noah gekriegt hat. Und warum nicht? Ich meine, als Wrestler musst du immer bereit sein, alles aufzugeben und dann wegzuziehen. Verdient man als Noah-Topmann oder sage ich mal, ich will jetzt nicht Misawa hernehmen oder Kobashi, weil das sind die Stehne, aber würde man da genauso gut leben wie bei der WWE oder ist es doch noch nicht so stark bezahlt? Ich würde sagen, fast genauso stark, ja. Aber wenn du Topmann bei Noah bist, hast du keine, brauchst du und deine Festanstellung hast, deinen Festvertrag hast, brauchst du nicht zur WWE gehen. Ja. Ja. Brauchst du nicht. Wann steht wieder was an für Japan? Bist du in Kontakt? Natürlich wahrscheinlich. Ich bin blöde Frage. Also wir e-mailen halt eben viel hin und her und so wie es aussieht, werde ich nächstes Jahr, also Februar oder März 2007 wieder dort sein. Mhm. Sind die Medien, die jetzt ja sehr viel über dich berichten, dadurch aufmerksam gemacht, wurden sie dadurch aufmerksam, da du in Japan warst? Oder wie kamst du zu diesem schnellen Medienboom? Hat das Ganze begonnen? Vor ein paar Monaten? Durch die Süddeutsche Zeitung. Ja. Ich bin in die Süddeutsche gekommen. Ich habe lustige Geschichte. Ich war im Krankenhaus, mein Cousin hat sich an der Nase operieren lassen. Im selben Zimmer war ein Journalist der Süddeutschen drin. Mein Cousin fragt mich: Hey, wie geht's deinem Wrestling? Also läuft alles und so. Dann habe ich gemeint: Alles klar. Dann hat er gefragt: Wrestling, wie, wo, wann? Dann habe ich darüber erkundigt und habe gemeint: Hey, das ist ja richtig interessant. Das würde er, darf er darüber schreiben? Ich gesagt, ja, klar, gerne. Und dann hat er darüber geschrieben und anscheinend war die Redaktion so davon begeistert, weil es halt noch nie jemand so gemacht hat. Ich meine, ich habe auch eine relativ einzigartige Geschichte zu erzählen in Deutschland. Und kam es halt deutschlandweit raus. Und dann, nachdem das draus war, ich glaube, am selben Tag noch, hat mich dann Bayern 3 kontaktiert, dann zwei Tage später TV Total, dann NDR, WDR, dann andere Zeitungen. Also da ging es schon ziemlich ab. Es ist sicherlich auch ein Grund gewesen, dass Jazzy, deine Freundin, ja auch wrestelt. Und das ist ja heutzutage nicht so oft, dass der Freund und die Freundin gemeinsam diesen Sport betreiben und das erfolgreich. Ich komme jetzt gleich auf Jazzy zu sprechen. Wir haben jetzt noch 20 Minuten circa. Jazzy hat begonnen, bei der GWF zu trainieren. Und ich glaube, da darf ich auch offen drüber sprechen. Da gab es ja kurzfristig Probleme, wobei sich ja mehrere Wrestler schon von der GWF getrennt haben. Was war deine Meinung? Wie kam es dazu? Jazzy wollte, hat sie sich nicht mehr weiterentwickeln können bei der GWF? Ich glaube, sie hat sich halt, ich will halt über die GWF-Sache nicht so viel sagen, weil das wird halt in gewissen Sachen halt ein bisschen privat. Der Grund, weshalb sie dort aufgehört hat, war nicht, weil sie sich entwickeln kann, sondern weil sie einfach, weil sie von Berlin auf Wolfratshausen umgezogen ist, für mich, hätte sie in Berlin nicht mehr trainieren können. Ja. Und deswegen wäre das so hinfällig gewesen. Das heißt, du hast Jazzy einfach kennengelernt, ihr habt euch, ihr möchtet euch, ihr seid ein Paar, das ist ja ganz normal im Leben, sie ist dann zu dir gezogen. Ja. Das hat ja aber offensichtlich die GWF ein bisschen übel genommen, wie es glaube ich auch bei Barisch der Fall war und bei anderen Leuten. Ja. Sollte die GWF vielleicht nicht, wie das so ist, wenn einmal ein Schüler, sage ich mal, aus dem Nest hüpft und bereit ist für die große Welt, ist da die GWF vielleicht ein bisschen noch zu engstirnig und zu intolerant? Ich weiß es nicht, was die GWF für Politik intern hat und ich, ehrlich gesagt, rede ich mit Jazzy darüber auch sehr selten. Für Jazzy war es einfach die Entscheidung zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt zu dem Mann, den ich liebe und werde meine Karriere trotzdem bei fortsetzen und sie setzt hier vor. Und komischerweise hat sie, nachdem sie bei der GWF raus war, auch ein WWE-Tryout gehabt. Und deswegen, ja. Das ist so viel, was ich halt dazu sagen möchte. Möchtest du vielleicht noch zu den anderen Dingen, Barisch und Aykut, sind ja auch Türken. Ja. Das heißt, die gibt es ja schon länger eigentlich, weil Aykut und Barış, die waren ja damals schon mit dem Türken-Gimmick. Hat dich das irgendwie gestört oder hat diejenigen das gestört, dass da jetzt noch ein Türke dazu kam? Ich denke, dass es die eher gestört hat als mich, denn im Gegensatz zu denen habe ich ja bei Tony Sinclair und Christian Eckstein trainiert bei der EWP. Und ich denke, dass ich im Gegensatz zu den Zweien halt ein Vollprofi bin.
Ich sehe die nicht als Bedrohung oder sowas. Ja. Denn ich weiß, es gibt nur einen Murat Bosporus. Ich meine, dann könnt ihr auch einen Erik Schwarz, Patrick Schulz als Bedrohung sehen, was er nicht tut. Ja. Ich meine, es sind halt Freunde, die verstehen sich, jeder hat sein eigenes Business. Und ich persönlich sehe das einfach nur in der Sicht so. Sie sind auch da und sie sind keine Konkurrenz für mich. Ich habe jetzt gelesen, Aykut und Barış sind beide nicht mehr bei der GWF, sage ich mal, angestellt. Sie machen sich das Booking selber. Da springt ja alle halben Jahre wer ab. Ist das vielleicht gerade deswegen, was auch Jesse B der Auslöser gewesen ist? Vielleicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weshalb Leute abspringen. Kann natürlich sein, dass Jesse halt den Anfang macht und dass die Leute sehen, hey, es geht auch ohne. Kann sein, ich weiß nicht. Ja. Was ich halt eben, ich weiß nicht, weshalb Barış weggegangen, ich weiß nicht, weshalb Aykut weggegangen ist, ich habe keine Ahnung. Aber wovon ich halt Ahnung habe, ist einfach, ich wünsche den beiden halt Glück, wenn sie weitermachen wollen. Und naja, mal schauen halt, was mit der GWF, wie es mit der GWF weitergeht. Aber hast du persönlich noch Probleme mit ihnen oder hast du mit ihnen auch? Nein. Also du respektierst genauso wie Ahmed Cher dich? Ich respektiere sie. Und wie als Wrestler, wenn wir auf Shows sind und eigentlich ist alles in Ordnung. Ja. So wie ich es aus meiner Sicht sehe. Also das Thema ist erledigt durch. Also ihr beide habt euch mit der Entscheidung abgefunden und jeder geht seinen eigenen Weg. Ja. Natürlich habe ich ein Thema, das ich sehr wohl noch ansprechen möchte. Ist das Thema Gagen im Wrestling. Wir wollen jetzt natürlich keine Zahlen nennen, aber es gibt immer wieder dieses Thema, was verdient ein Euro-Wrestler, was verdient jetzt ein Army-Wrestler. Die Army-Gagen sind ja immer im Internet, die kann man ja richtig nachlesen. Ja. Denkst du, dass die Europäer... ich habe das auf Moonsault umgangs gelesen, was der und der verdient. Ja. Denkst du, dass die Wrestler zu viel verlangen in Europa oder ist es angemessen? Oder was? Wie würdest du eine Gage überhaupt einteilen? Wer bestimmt die Gagen im Wrestling, im europäischen Wrestling? Ich würde sagen, es müsste nach... Also wenn ich jetzt Promoter wäre, würde ich einem mehr zahlen, der mir mehr Erfahrung bringt und der mir halt eben auch die Leute wieder zurückholt, die ich halt, das halt investiere, dass mir das Geld wieder zurückholt, das ich investiere. Was halt somit heißt, dass halt Leute drawt. Das ist halt wichtig. Zum Beispiel, weiß nicht, wir nehmen einen Cannibal Grizzly an. Ich würde einen Cannibal Grizzly viel, viel mehr zahlen als zum Beispiel einem Steve Douglas. Ja, das ist klar. Ja, aber das ist vielen Leuten nicht klar. Okay. Und dir als Promoter ist es klar, weil du das richtig denkst. Und ich denke, dass wir als Wrestler, also richtige Profis, die halt eine richtige Profi-Ausbildung haben und schon erfolgreich sind, komplett unterbezahlt sind. Wenn man sich die Fußballer mal anschaut. Ja, klar. Und natürlich ist Wrestling so populär wie Fußball, klar, aber ich denke, dass wir trotzdem immer noch sehr unterbezahlt sind. Ist es vielleicht deswegen der Fall, da es eben das Wrestling noch sehr schwer hat, sich zu entwickeln? Sage mal, wenn es eine europäische WWE-Liga geben würde, würde es wahrscheinlich hier die Gehälter auch höher sein. Aber Indie-Promotions in Deutschland sterben. Ja, das ist klar. Aber ich sage mal, es muss ja jeder Promoter schauen, dass sein Budget klappt, weil viele Promoter machen ja nicht mal, ich meine, die können froh sein, wenn sie überhaupt mit null aussteigen bei den Shows. Ja. Also momentan, sage ich einmal, wird das Ganze, ist es schwierig, wenn ein Wrestler jetzt zu einem Promoter geht und sagt, er will mehr Gage, weil dann ist der Promoter wahrscheinlich immer wieder sauer. Hast du schon sowas erlebt? Nicht mich jetzt anschauen. Nicht wirklich. Ich meine, es ist ja, ich sehe das ja nicht. Oder gab es Promoter, die gesagt haben, nee, das zahle ich dir nicht und nach der Show gab es dann Zoff? Nein, das gab es nicht. Das gab es nicht. Also du hast immer deine Gage bekommen, es war immer alles korrekt. Es ist eigentlich immer korrekt gewesen, wenn ich vorher was, ich bin Mensch, ich verhandle immer alles vorher, so wie du weißt, Marc. Ja. Und dann, wenn ich dann auch vor Ort bin, dann will ich ja nicht auf einmal 50 Millionen Euro mehr oder was weiß ich. Ja. Natürlich verhandle ich das halt eben auch per Match, wenn ein Promoter von mir einfach mal für dasselbe Geld zwei Matches haben will, das vorher mit mir nicht abgesprochen hat. Mhm. Klar, natürlich werde ich sauer, das sind ja zweimal mehr Bumps. Ja. Und das ist jetzt einmal, und jeder Bump verkürzt deine Karriere, so wie es heißt. Ah ja, das stimmt. Und das ist ja wie mit den Zigaretten. Ne? Genau. Jede Zigarette verkürzt dein Leben, genau. Ja. Nur, ich weiß nicht, ich rauche nicht, deswegen kann ich es nicht ganz vergessen. Ja. Nur, wie gesagt, für mich, ich hatte noch keine Probleme damit und ich bin mit meiner Gage momentan auch sehr zufrieden. Und für mich sollte es immer einen Grund geben, dass du sagst, hey, okay, schau mal,
ich kann ja die und die Leute, zum Beispiel ich momentan habe jetzt viel Medienpräsenz, ich könnte jetzt sagen, okay, schau mal, in Deutschland, du könntest mich auf ein Poster setzen und könntest die Leute wieder zurückdrawen, weil zumindest die Leute mich vom Fernsehen ja irgendwo kennen. Zum Beispiel TV Total kannst du schreiben, Murat Bosporus, bekannt aus TV Total, könnte man werben damit. Und das wäre ein kluger Schachzug, den halt wenige machen. Und den Vorschlag kannst du bringen. Und wenn sie damit werben, dann willst du natürlich auch mehr Gage. Das ist klar. Also ja. Man sollte immer einen Grund bringen, weshalb man mehr Gage möchte. Ja. Dein Moveset ist ja umfangreich. Wie denkst du, hast du dich jetzt in den letzten 2-3 Jahren entwickelt auf dieser Beziehung? Wenn man das vielleicht in Prozent ausdrücken kann, wie weit ist Murat Bosporus jetzt angelangt? Wie viel ist noch drinnen? Potenzial? Geht da noch was in den nächsten Jahren? Ich würde sagen, vielleicht habe ich 30% von dem, was ich erreiche. Also du könntest noch 70% rausholen? Bin ich mir sicher, ja. Ich bin 5 Jahre dabei. An was würdest du selbst sagen, da muss ich noch arbeiten dran? Ich möchte noch an meinem Körper arbeiten. Ich möchte noch halt in Form. Ich möchte selber noch an der Publikumsarbeit arbeiten, dass ich halt mit dem Publikum besser arbeiten kann. Und ich würde sehr gerne noch an der Psychologie arbeiten. Und das sind halt so Sachen. Das Problem ist, du wirst nie 100% erreichen. Du wirst auch nie 80% erreichen von deinem Potenzial. Deswegen habe ich 30% gewählt. Denn dein volles Potenzial wirst du wahrscheinlich nie ausschöpfen, weil du in diesem Business nie aufhörst zu lernen. Und das finde ich ja das Tolle an Wrestling. Weil du nie aufhörst zu lernen, wirst du ja immer besser. Also sollte man zumindest werden, wenn man sich dann mit der Materie befasst. Es gibt Leute, die werden einfach nicht besser, weil sie nicht wollen. Ja. Ich bin mir sicher, dass man aus jedem, ich bin der Meinung, Talent ist etwas, wo du anfängst. Du kannst hier anfangen oder hier, aber jeder kann da hierhin kommen. Es kommt immer nur auf die Arbeit an, die man möchte, die man reinstecken möchte, und es kommt auf die, auf den Biss und auf den Willen an. Und ich denke, dass da noch eine Menge drin ist bei mir. Was wir auch schon angesprochen haben vor kurz, ist die ganze Sache mit dem ist Wrestling echt oder ist es nicht echt? Es ist als Wrestler schwer für denjenigen immer kurz diese spontane Frage zu beantworten, ist Wrestling fake oder ist es echt? Jetzt frage ich dich, wenn ich jetzt irgendein Journalist wäre vom WDR oder was, wie würdest du heute wahrscheinlich immer noch antworten? Es ist Wettkampf. Und das Ding ist einfach nur ein schöner Spruch von Hulk Hogan. Der hat doch gesagt, den größten Kritiker kann man mit den besten Argumenten nicht überzeugen und die Fans muss man nicht überzeugen. Das heißt, bei Noah zum Beispiel, wenn ich mir Noah das Produkt anschaue und ich wäre jetzt kein Wrestling Insider, dann würde ich wirklich glauben, ja, da kommen auch, sind nicht so Leute dabei mit Gimmicks und showmäßig. Das ist wirklich Wettkampf. Einem Journalisten zu erklären, dass in der WWE alles Sport und Wettkampf ist, ist unmöglich heutzutage. Nein, weil die geben ja offen zu, das ist so impressed. Die sagen ja, hey, ja, klar, wir haben das da und da abgesprochen. Was ja in Ordnung ist, schau mal, das kommt ja aufs Produkt an. Ich meine, in Japan würde ein Produkt WWE einfach nicht ankommen. Beispiel, im selben Monat, wo ich drüben war, war die WWE auch drüben. Die haben in der Budokan Hall veranstaltet, eine Woche vor uns, hatten 6.000 Zuschauer. Wir hatten halt 16.000 Zuschauer. Ja. Und das hat deswegen, weil die Leute einfach das nicht interessiert. Es kommt immer, in Deutschland würde so ein Produkt wie die WWE einfach nicht anschlagen im Mainstream. Das würde die Leute nicht interessieren. Auch wenn die Leute es nicht glauben wollen, die ganzen Wrestling-Marks, ist Wrestling ist so klein. Auch wenn es die WWE ist, es interessiert die meisten Leute null. In Amerika, Tomins, oder? Nein, ich meine Deutschland. In Deutschland. In Europa, es interessiert die Leute nicht. Auch die WWE nicht. Schade. Es interessiert die wenigsten Leute. Und das hat damit zu tun, wegen der Ausrichtung von der WWE. Ich bin mir sicher, dass wir die europäischen Ligen mehr erreichen könnten in Deutschland und in Europa, indem wir einfach sagen, hey, das ist echt, das ist Wettkampf. Wir zeigen euch ein anderes Produkt, wir geben euch ein anderes Produkt, damit könnten wir mehr erreichen, als wenn wir sagen, ja, hey, das ist alles abgemacht. Weil sobald dieses Wort kommt, bei einem Mainstream-Menschen, den interessiert es dann nicht mehr. Der will Wettkampf sehen. Ich meine, wer weiß, ob Boxen oder K1 abgemacht sind oder nicht. Meinst du, dass es daran liegt, dass die Amerikaner eine ganz andere Mentalität haben, vielleicht nicht das unbedingt natürlich intelligentere Publikum ist? Das weiß ich nicht, das will ich nicht urteilen. Ja, das ist ja oft der Fall, die Amis sind halt die, sich alles eintrichtern lassen, denen kannst du alles verkaufen. Vielleicht. Und der Europäer ist halt der Smartere. Der Europäer ist ja vielleicht derjenige, der dann irgendwie enttäuscht. Der ist hinterfragt. Ja, ja. Der fragt das. Warum, wieso? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Und das ist halt so, ich finde, dass
Also in Japan ist ja genauso. Ich meine, in Japan hinterfragen die Leute viel. Ich meine, die würden sich das nicht anschauen. Ich meine, du kriegst so, könnte man in Deutschland 16.000 Leute in eine Halle füllen für eine Wrestling-Show? Ja. Nein. Und das hat damit zu tun, weil wir halt eben, weil die meisten deutschen Promotions versuchen, die WWE halt abzukupfern. Was man halt nicht tun sollte. Es gibt viele Wrestler, die halt eben sagen, ja, nö, wir sprechen das und das ab, was halt einfach nicht stimmt. Ich meine, um sich halt in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Und ich denke, in Deutschland und Europa würde es einfach besser funktionieren, wenn man sagen würde, okay, das ist Wettkampf. Mhm. Denkst du, was ist dein großes Ziel in deiner noch relativ jungen Karriere? Du bist, glaube ich, Mitte, Ende 20? Ende 20, ja. Ende 20. Was sind deine großen Ziele noch im Wrestling? Oder dein Traumziel, wenn man so formulieren darf? Also mein kurzfristiges Ziel ist es, so gut wie ich nur sein, wie ich jetzt momentan sein kann, zu werden. Aber jetzt, wenn es um meine Karriere geht, ich strebe entweder einen WWE-Vertrag oder eine Festanstellung bei Noah. Mhm. Wo ich sagen würde, hey, ich habe jetzt einen Festvertrag bei Noah, der mir 4 bis 5 Touren im Jahr halt mindestens erlaubt. Das wären meine größten Ziele. Sind Titel wichtig für dich in deiner Karriere? Titel bedeuten natürlich, dass die Promotion, für die du arbeitest, dir Vertrauen gibt, dass sie denken, hey, okay, das ist jemand, dem geben wir einen Titelkampf, dass er sich das halt eben verdient. So, ich habe doch bei dir Robert Ray besiegt, jetzt habe ich ja einen Title-Shot offen irgendwann für den Kings of Europe-Title. Und das ist für mich schon, natürlich ist es eine Ehre, den Titel zu halten, selbstverständlich. Aber ich sehe erstmal, dass mein Einkommen gesichert ist und das können im Moment eigentlich nur große Ligen wie WWE so, oder nur. So, der richtig große Titel in Europa fehlt dir ja noch. Also, sag ich mal, wenn wir jetzt WXW und GSW anschauen, vielleicht kommt er der noch. Jetzt muss ich nochmal meinen Zettel hernehmen. Wir haben noch 5 Minuten und wir wollen das natürlich ausnutzen. Es gibt ja immer wieder Themen. Ich habe ja bei Joey Legend dann schon sehr abgewichen. Ich habe auch Joe gefragt, was seine Lieblingsspeisen sind. Ich weiß nicht, deine Ernährung und das Ganze, weil wir Fitness angesprochen haben. Ja. Wie oft trainierst du jetzt in der Woche? 4 bis 5 Mal die Woche Krafttraining und seit 2 Monaten fast jeden Tag Cardio. Also in der Früh, ich stehe auf, bevor ich irgendwas esse um 10 Uhr, es gibt ins Fitnessstudio, mache 45 Minuten, eine Stunde Cardio. Aha, für 45 Minuten Gewichte? Oder ist das? Eine Stunde Gewichte am Abend dann. Aha. Ich gehe in der Früh ins Fitnessstudio, mache mein Cardio dort auf dem Stepper und dann komme ich nach Hause, esse meine Mahlzeit und am Abend gehe ich ins Fitnessstudio. Also fast kein Tag ohne Training in der Woche? Das ist richtig, ja. Und hast du hier auch Möglichkeiten im Ring zu trainieren oder brauchst du das zum Beispiel nicht mehr? Ich kämpfe so oft, ich meine, ich bin ja fast jedes Wochenende on the road. Mittlerweile ist mein Training meine Kämpfe. Mhm. Gibt es vielleicht auch noch, soll ich hier im Zettel stehen? Gibt es eigentlich in Europa ein direktes Vorbild jetzt, das noch aktiv ist, sage ich mal, wo du aufschaust und sagst, von dem schaue ich mir gerne Kämpfe an, von dem kann ich noch was lernen? Da. Ich würde sagen Doug Williams. Also ja. Weltweit wäre es Kensuke Sasaki. Mhm. Aber Doug Williams würde ich sagen aus Europa. Das ist, wenn ich ein Vorbild habe, dann ist es Doug. Gibt es einen Traumgegner für dich, gegen den du unbedingt mal im Ring stehen möchtest? Zwei. Japaner oder Amerikaner? Ein Japaner und ein Amerikaner. Ja, wer wären das? Der eine ist Kensuke Sasaki. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ja, das ist der ist noch eine absolute Legende schon drüben. Ja, gegen den würde ich sehr gerne kämpfen. Ich bin mir sicher, dass das ein Megakampf werden würde. Der andere ist Kurt Angle. Kurt Angle, ja. Naja, das sind natürlich sehr hochgesteckte Ziele, aber vielleicht klappt es. Hast du irgendwelche Lieblingsspeisen, wie du dich ernährst? Was ich gerne esse? Ich, Putenschnitzel. Wenn ich jetzt einfach eine dumme Frage stelle, isst du gern Döner? Ja, es geht. Früher mehr als jetzt. Ich mag Putenschnitzel ganz gerne. Und Wiener Art, selbstverständlich. Ja. So wohnen in Bayern, ist ja schon fast Österreich. Wie schmeckt denn eigentlich diese traditionelle bayerische Küche? Sauhaxen und Weißwürste, isst du sowas auch? Ich oder? Ich esse kein Schweinefleisch, deswegen. Ah ja, Entschuldigung. Das ist schlecht. Und diese Weißwürste sind natürlich auch nicht unbedingt gesund. Nein, ist nicht wirklich. Ja. Sauerkraut ist manchmal ganz okay, aber es ist halt sehr untraditionell, dazu Pute zu essen. Deswegen. Ja. Auto fährst du? Ich fahre Auto, ja. Ja. Wie ist das on the road? So, erzähl uns mal was. So, ich meine jetzt nicht die Road-Stories, sonst gehen uns wieder die Zeit aus, aber ist es anstrengend, durch Europa zu touren? Oder fliegt man fliegt doch sicher lieber gerne? Ich fliege oft, zum Beispiel Frankreich, fahre ich mit dem Auto.
zu 3-4 Wrestlern im Auto, das ist schon anstrengend, wenn man mal so 12 Stunden on the road ist, nach Südfrankreich fährt, wieder zurück. Das ist schon anstrengend. Mhm. Was steht in der nächsten Zeit an, wenn man jetzt das zweite Halbjahr 2007 betrachtet? Was sind da deine Matches oder deine geplanten Auftritte, wo man das sehen kann? Ich habe auf jeden Fall nächste Woche bin ich beim WDR, das heißt 3 nach 9, da trete ich auf. Übernächste Woche bin ich Frankreich und WXW. Dann kommt irgendwann mal, ich muss mal meinen Terminkalender anschauen, dann kommt irgendwann mal wieder GSW dran. Und das Größte, was jetzt dieses Jahr noch kommt, ist höchstwahrscheinlich eine Afrika-Tour irgendwann mal dieses Jahr. Mhm. Ja. Warst du schon mal in Afrika? Ja, auf Reunion war ich. Aha, das ist ja, wo diese Massen an Zuschauern sind, oder? Diese ja, paar Tausend. 6.000 Zuschauer waren da. Sind das komplett, ich meine, wie kommen die da alle gratis rein oder müssen die schon eintreten? Ganz normal, also das ist halt so ein Vergnügungspark und da wird halt eben... Da wird halt eben Wrestling mit angeboten. Für den Vergnügungspark zahlen, also nicht so. Für das Wrestling selber. So wie Brian Dixon bei. Aber der Promoter, also der Wrestling-Promoter, verdient das sicher recht gut durch dieses Region. Ja. Ja, gut. Ich habe jetzt nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Okay. Wir haben alles besprochen. Außerdem, es heißt ja nicht, dass wir hier zum letzten Mal waren. Bei Chris the Bambi Killer waren wir auch zweimal. Okay. Ja, Murat, danke schön für dieses Interview hier in Wolfratshausen. Gern geschehen. Und viel Glück für deine Karriere. Dankeschön.